Ist der Platz frei? Ich hätte gern meine Ruhe. Sie sind in Paris, mein Freund. In dieser Stadt trinkt niemand allein. Also, was feiern wir? Gar nichts. Aber wenn Sie ein paar aufs Maul wollen, helfe ich Ihnen gern weiter. Ich hätte mir auch denken können, dass Sie in Selbstmitleid zerfließen. Aus gutem Grund, nehme ich an. Was geht Sie das an? Denken Sie, Sie sind der einzige Mann hier, der sein schlechtes Gewissen ertränken will? In dieser Stadt wimmelt es von Leuten wie uns und wir haben alle gute Gründe. Ich habe Sie in den letzten Wochen beobachtet. Es ist offensichtlich, dass Sie die Deutschen hassen. Die Frage ist, wie viele Menschen diesen Bestien in Kampfstiefeln noch zum Opfer fallen, während Sie hier herumjammern? Sie würden mir auf der Stelle diese Flasche überziehen, aber wenn es darum geht, diesen Leuten zu helfen, rühren Sie keinen Finger? Das ist nicht mein Land. Oh, haben Sie Ihr Gewissen an der Grenze abgegeben? Endet die Gerechtigkeit an einer Linie auf einer Karte? Ja, wenn es eine Karte von Irland ist. Ihr Franzosen habt völlig falsche Vorstellungen. Öffnen Sie die Augen! Der Krieg ist überall! Es gibt kein Entkommen! Sie können sich hier verkriechen und den Krieg mutigeren Männern überlassen. Oder Sie gehen jetzt durch diese Tür und tun, was zu tun ist. Sie haben die Wahl! Nicht so laut! Was Sie da reden, könnte uns beiden eine Kugel im Kopf einbringen. Ich habe nicht vor, nur zu reden. Gleich um die Ecke ist ein Innenhof. Dort finden Sie mich, wenn Sie nicht mehr davonlaufen wollen. Sie scheinen ein Mann zu sein, der lieber aufrecht sterben würde, als sich knechten zu lassen, hä? Mir wär's lieber, die Crowds würden krepieren. Ausgezeichnet. Am Ende der Straße ist ein deutsches Treibstofflager. 5000 Fässer Diesel, bewacht von einer Handvoll betrunkener Schwachköpfe. Klingt nach einer brandgefährlichen Sache. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir brauchen etwas, um das Feuerwerk zu zünden. Ich weiß, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber zuerst, sind Sie bereit, wenn nötig, jemanden zu töten? Wenn Sie mich fragen, stehen diese Bastarde schon mit einem Bein in der Hölle. Ich roll nur den roten Teppich aus. Das da ist mein Auto. Ich fahre. Wir müssen uns beeilen. Wo müssen wir hin? Ich habe in der Nähe ein deutsches Nachschublager entdeckt. Die haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Dinge borgen. Hatten Sie schon mal mit Sprengstoff zu tun? Ich hatte mal mit einer Bombenfrau zu tun, aber die war leider verheiratet. Das hier ist kein Spiel. Okay, regen Sie sich ab. Ich weiß, was ich tue. Dachte ich mir fast. Merd, sehen Sie sich das an. Überall Deutsche. Diese Bastarde befallen diese wunderbare Stadt wie Kakerlaken. Wen scheint es hier zu gefallen? Es wird Zeit, dass wir Ihnen zeigen, was Gastfreundschaft ist. Das Lager ist am Ende dieser Gasse. Gehen wir. Sehen Sie sich diese rückgratlosen Hunde an. Ich ertrage das nicht mehr. Wow, langsam, Mann. Holen wir uns einfach, weshalb wir hier sind. Es beste Vorrede, Merd! Scheiße, und los. Morgen wird der Frau durch die Reichsmark abgelöst. Tauschen Sie Ihre Frau und Wertgegenstände um. Immer her zu mir, ich bin bereit. Betrüger, verdammter Betrüger! Was zum Teufel sollte das alles? Nicht jetzt. Gehen wir. Die Kisten sind da oben, aber wir müssen vorsichtig sein. Das Lager ist Sperrgebiet.
Oh ja, etwa so vorsichtig wie vorhin in der Gasse? Ich hab die Beherrschung verloren. Passiert nicht nochmal. Das will ich hoffen. Ich hab meine warme Bar nicht verlassen, um mir den Kopf wegschießen zu lassen. Wenn sie uns in der Nähe der Kisten sehen, schlagen die Deutschen sofort Alarm. Dann müssen wir eben erst den Wachposten erledigen. Ja, ich denke, sie können an dem Gebäude problemlos nach oben klettern. Werfen Sie diesen deutschen Uhrensohn einfach vom Dach. Ich rücke einstweilen am Boden vor. Kriegen Sie das hin? Können Hunde bellen? Ich fürchte, ich verstehe nicht. Das heißt ja. Wird Zeit, diese Typen nach Hause zu schicken. Helfen Sie mir, Ihre! Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie Alarm schlagen. Sein rechter Schwein hat ihn erwischt. Mein Ei! So, sehen wir nach, welche Gastgeschenke die Deutschen mitgebracht haben. Brechen wir die Kiste auf. Dieser Sprengstoff ist perfekt, aber halten Sie mindestens eine Ladung für das Benzinlager zurück. Zurück zum Auto. Der Kanzler heißt alle Bürger zweiter Klasse willkommen. Bitte registrieren Sie sich im nächstgelegenen Parteibüro. Wie fühlen Sie sich, Ihre? Ich kann's kaum erwarten, dass es losgeht. Die meisten Männer wären jetzt ziemlich nervös. Sagen Sie, mein Freund, was haben Sie in Irland gemacht, bevor Sie in mein Land kamen? Ich war Mechaniker, aber ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Mechaniker? Hä? Der Widerstand könnte einen guten Mechaniker brauchen. Ich wusste gar nicht, dass es in Paris einen Widerstand gibt. Das ändert sich gerade. Nach heute Nacht haben die Deutschen einen neuen Feind. Nimm das, Vorspresser! Das Depot ist gleich davon. Wir müssen sie ablenken, um durch das Tor zu kommen. Die Deutschen haben Befehl, Schüssen oder Explosionen sofort nachzugehen. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. 10 Pfund Sprengstoff in diesem Laster müssten eigentlich reichen. Ja, klingt gut. Klettern Sie zuerst auf das Gebäude dort. Wenn Sie auf dem Dach sind, ziehen Sie den Kopf ein und warten Sie, bis der Laster explodiert. Danach überqueren Sie an dieser Telefonleitung die Straße und dringen in das Depot ein. Solange die Soldaten abgelenkt sind, haben Sie Zeit, am Primärtank einen Sprengsatz anzubringen. Wir treffen uns am Tor, wenn es erledigt ist. Passen Sie auf sich auf, Ihre. Treten Sie in die Partei ein. Führen Sie die Welt in. Das ist mein Stichwort. Nicht sie weg. Abends geschafft. Heute Nacht haben wir die Geschichte verändert, mein Freund. Wir haben gerade mal eine Tankstelle gesprengt. Aber ich muss zugeben, der Feuerball sah ziemlich gut aus. Sie irren sich, Ihre. Es hat sich etwas geändert. Es liegt in der Luft. Spüren Sie es nicht? Jetzt, wo Sie es sagen. Das war erst der Anfang. Wir werden die Dunkelheit lichten. Der Stadt die Furcht nehmen. Aus für aus. Straße um Straße. Ruhen Sie sich aus, mein Freund. Wir haben in den nächsten Tagen viel zu tun. Oh, alles klar. Wenn Sie damit eine süße Brünette und ein Glas Whisky meinen. Genießen Sie Ihre Belohnung, Ihre. Sie haben sie verdient. Ich schulde Ihnen einen Drink. Jules ist hier aufgewachsen. Das erklärt einiges. Der Veronique auch. Somebody, nobody love. Oh, me, oh, my, my, my. Mist!
Was ist denn los, Mann? Was zum Enker machst du da? Wonach sieht's denn aus? Der Aurora ist jetzt mein Baby schon. Und kein anderer darf es begraben. Oh, verdammte Scheiße, Jules. Du bist jetzt ein Fahrer. Willst du auf der Strecke respektiert werden? Dann hör auf, wie ein Mechaniker zu denken. Soll ich etwa auch rumstolzieren wie diese reichen Schnösel? Nein, danke, Bruder. Veronique! Morgen, Schatz. Ich bin wegen des Rennens hier. Vittore hat mich gebeten, Fotos zu machen. Konnte das nicht warten, bis ich mich ein bisschen zurechtgemacht habe. So viel Zeit hat niemand. Meine Schwester hat den ganzen Charme abgekriegt. Und das Hirn. Das reicht jetzt. Wir müssen ein Rennen gewinnen. Ihr habt zu arbeiten, Jungs. Beide. Alles klar, Boss. Fahrt den Aurora auf den Hänger. Ich will bei Sonnenuntergang an der Grenze sein. Kann's losgehen? Der Laster ist beladen und abfahrbereit. Und der Aurora? Ist fester verschnürt als ein Nonnenhintern. Gut. Veronique und ich fahren vor. Ihr nehmt den Laster und fahrt nach Osten zur deutschen Grenze. Von dort geht's geradewegs nach Saarbrücken. Ich hab die Stelle auf der Karte markiert. Stärke ein, Sean. Wir kommen sonst zu spät zum Rennen. Ja, ja. Sean, wir müssen jetzt wirklich zur Strecke. Ich sag dir, mein Freund, nach dem morgigen Tag bist du berühmt. Ich stehe an deiner Seite und sonne mich in deinem Erfolg. Und woran genau denkst du dabei? An Frauen. Deutsche Frauen sind ganz Eis auf Rennfahrt. Wir werden uns von einer Horde Blondinen verwöhnen lassen. Vorausgesetzt, du vergeigst es nicht. Hey, ich weiß dein Vertrauen in mich zu schätzen, Jules. Aber in diesem Rennen geht es um mehr als eine schnelle Nummer. Vittore hat viel riskiert, als er sich für mich als Fahrer entschieden hat. Du darfst ihn nicht im Stich lassen, Sean. Habe ich nicht vor. Vittore hat im Moment ganz andere Probleme. Was denn? Zum Beispiel, dass jede Minute ein Krieg ausbrechen könnte. Liest du keine Zeitung? Nur den Sportteil. Diese verdammten Deutschen wollen kämpfen. Wenn sie ihren Willen bekommen, sind wir alle arbeitslos. Da vorne ist die Grenze. Fahr langsam und mach ein armloses Gesicht. Alles klar. Hätte ich bloß die Lederhose angezogen. Ich mein's ernst. Die Arschlöcher suchen nur einen Grund, um das Feuer zu eröffnen. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Alles in Ordnung. Bitte weitergehen. Es wurde aber auch Zeit. Wir sind fast da. Ich habe schon den Geruch von Benzin in der Nase. Beeilte du einfach die Strecke im Auge und gib Gas, mein Freund. Den Rest erledige ich. Seit wann bist du mein Manager? Was ist so witzig? Ich musste nicht Mechaniker werden. Ich hätte alles machen können. Mein Lehrer sagte immer, Jules, diese Kinder sind alle dumm. Besonders dein Cousin Javier. Aber du nicht, Jules. Du bist klug und weißt dir zu helfen. Ich dachte, Veronique hätte das Hirn abgekriegt. Das hätte sie wohl gern. Was hat sie eigentlich gegen mich? Ich mache nichts richtig, wenn sie in der Nähe ist. Ah, nicht nur du. Veronique hat einfach ein Problem mit Männern. Wieso das? Irgendwann zeige ich dir das Kabarett meiner Familie in Paris. Veronique ist im Belle de Nuit aufgewachsen. Sagen wir mal, sie hatte eine untypische Kindheit. Klingt witzig. Du hast ja keine Ahnung, mein Freund. Cousin Javier, wo ist der Boss? Vittore wartet in der Bar am Ende der Straße auf dich. Lass den Laster hier bei uns. Ich treffe dich an der Bar. Die erste Runde geht auf mich. Schön, dass ihr auch mal vorbeischaut. Wir haben uns die Landschaft angesehen. Gab es Probleme? Nur die üblichen Groupies auf Autogrammjagd. Stoßen wir an auf das Team Morini und unseren Aurora. Auf Signor Morini, der mit einem zwielichtigen Typen wie mir einiges riskiert. Noch eine Runde für mich, Leute. Langsam schon. Du brauchst einen klaren Kopf. Dirke kam heute Morgen aus Berlin. Kurt Dirke? Ich dachte, der hätte aufgehört.
wenn man vom Teufel spricht. Guten Abend, Herr Morini. Es ist mir wie immer eine Freude, einen unserer italienischen Freunde in unserem Land begrüßen zu dürfen. Ich habe gerade meiner Bewunderung für General Mussolini Ausdruck verliehen. Er ist mit unserem Kanzler seelenverwandt. Ihr Land kann stolz sein, ein solches Staatsoberhaupt zu haben. Meine Leidenschaft ist der Rennsport. Für Politik bleibt da nur wenig Zeit. Manchmal gleicht die Politik einem Rennen. Nein. Es gibt einen Unterschied. Verzeihen Sie meine Unwissenheit, Herr Morini. Wir Deutschen sind ein einfaches Volk. Vielleicht möchten Sie uns aufklären? Das eine ist ein Hobby für reiche Arschlöcher, die ohne schicke Autos und alberne Uniform keine Frau flachlegen. The other is racing. Das muss der englische Mechaniker sein, der sich für einen Rennfahrer hält. Ich bin Ire. Es wird spät. Wir machen für heute Schluss. Die Nacht ist noch jung, meine Dame. Bleiben Sie. Essen Sie mit mir. Mir schmeckt das deutsche Essen nicht. Das mag sein. Aber bald werden Sie auch in Ihrem Land die Vorzüge einer guten deutschen Bratwurst zu schätzen wissen. Der Bastard! Boss, schaff meine verrückte Schwester hier raus, bevor sie sich umbringt! Ich gehe nirgends hin! Los jetzt! Ich bring sie nach oben! Der Ire versteckt sich hier irgendwo! Hier, der Saboteur ist hier! Ich nehme die Flanke! Vorwärts! Pardon, Arschloch! Ruhig, Mann! Lass mir welche über! Komm! Der Barmann spricht mit der Polizei! Ich kümmere mich um Veronique! Ihr Jungs, seht zu, dass ihr verschwindet! Jules, machen wir uns dünn! Aber gern doch! Mist. Pass auf, du Blöder! Scheiße. Skyler? War das eine Anmache? Hallo, Sean. Hi, Jules. Merde. Wir unterhalten uns später. Im Moment brauchen wir nur dein Auto. So viel zum Thema Smalltalk. Fahr den Scheißwagen! Festhalten! In alten Zeiten, was, Skyler? Das kann man wohl sagen. Wie lange warst du in der Stadt? Bin eben erst angekommen. Du hast ja nicht lange gebraucht, um die örtliche Polizei zu verärgern. Wen? Die Typen hinter uns? Die sind doch lächerlich. Willst du mich mit dieser Desperado-Nummer anmachen? Keine Ahnung, funktioniert's denn? Du bitte auf die verdammte Straße! Sie errichten vor euch Straßensperren. Dreh um, dann kannst du ihn durchs Netz schlüpfen. Hast du das in deiner englischen Nobelschule gelernt? Es geht nichts über eine solide Ausbildung. Sind alle Engländerinnen so verrückt? Könntest du dich bitte mal verziehen, Jules? Ja, sobald du diese Crowds abgeschüttelt hast. Kurz nach dem Stoßdämpfer. Hey, das war witzig. Wie wär's mit dem Schlummertuck? Klar, ich verdurste. Ohne mich, ich will nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Bring mich zurück zum Hotel. Ich geh ins Bett und mach nicht zu viel Krach. Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Komm mit, ich bring dich zur Hintertür rein. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ah, schön, so eine kleine Spritztour. Da kommt das Blut in Wallung. Außer vielleicht ein 30 Jahre alter Single Malt McErin? Das ist ja wie Weihnachten. Jules und ich hatten echt Glück, dass du durch den Schornstein reingeschneit bist. Weihnachten? Ich fürchte, ich war ein böses Mädchen. Ja, da bin ich mir sicher. Was ist nach diesem Wochenende in Monaco passiert? Du hast nie angerufen. Weil ich deine Nummer nicht hatte. Das ist keine Entschuldigung. Bist du immer noch hinter Jules kleiner Schwester her? Ziemlich langweilig, die Kleine. Ich glaube, ich bin nicht ihr Typ. Also, bist du wegen des Rennens hier? Was soll ich sagen? Ich habe eine Schwäche für Männer in schnellen Autos. Ich war schon in ganz Europa bei den Rennen dabei. Mom und Dad sind deshalb natürlich schockiert. Ist besser als zu arbeiten. Weiß ich nicht. Wozu ist das denn? Zum Beine rasieren? Eine Frau sollte nie wehrlos sein.
Irgendwann musst du mir erzählen, woher du diese Narben hast. Für eine Nacht haben wir genug geplaudert, Baby. Wo ist die Herzogin von York? Keine Ahnung. Als ich aufgewacht bin, war sie weg. Ich fühle mich irgendwie ausgenutzt. Oh, mir blutet das Herz. Komm schon, wir müssen zur Strecke. Spring rein, Jill. Ich mach das wieder gut. Versprochen. Das ist dein Tag, Sean. Du weißt, was ich dich lehrte. Nur der Sieg zählt. Pass auf dich auf da draußen. Diese Sträuche kennen kein Erbarmen. Alle Fahrer auf die Startposition. Wir sehen uns auf der Siegesfeier. Meine Herren, machen Sie sich bereit! Sie sind unterwegs! Der große Preis von Saarbrücken 1940 hat begonnen! Der Morini Aurora fällt zurück! Jetzt wird's ernst! Zeig mir diesen deutschen Arschlöchern, was wir ihren drauf haben! Komm schon, Mädchen. Halt durch. Der Besitzer der schwarzen Doppelsiegel-Limousine mit dem amtlichen Kennzeichen 14 Reich möchte sich bitte auf den Parkplatz melden. Ihr Licht brennt. Sean Devlin ist jetzt nur noch 5 Wagen hinter dem Führenden. Wie es aussieht, hat Kurt Dürger einen neuen Herausforderer. Da kommen sie. Die patriotischen Helden der Luftwaffe fliegen zum Ruhm des Vaterlandes. Devlin im Morini Aurora ergreift die Initiative. Devlin macht weiter Bodengut. Er bringt den Aurora an seine Grenzen. Devlin setzt alles auf eine Karte, aber mit jugendlichem Enthusiasmus allein wird der Kurt Dürger nicht überholen. Für das Team Doppelsieg. Nein, Sean, ich verbiete es. Hast du nicht gesehen, was der Mistkerl getan hat? Ich hätte gewonnen, Vittore. Mach keinen Ärger, den kriegen wir noch früh genug. Zeit, nach Hause zu fahren. Ich sehe nach dem Aurora. Warte in der Box. Was ist das? Dort wird der Silberfall morgen nach der Zeremonie ausgestellt. Welche Zeremonie? Anlässlich von Dürgers Sieg, dem jüngsten Triumph der Deutschen. Ach, Mist. Es wäre doch zu schade, wenn Dürgers Wagen vor der großen Show etwas zustößt. Du meinst irgendein dummer Unfall? Das wäre ja schrecklich. Ja, tragisch. Wer hat Lust auf eine kleine Spritztour? Ich bin dabei.
Wo wollt ihr beiden denn hin? Vittore hat gesagt, ihr sollt ihr warten. Wir sind gleich wieder da. Jules, mach keine Dummheiten. Wenn du dich unbedingt umbringen willst, dann doch zu. Aber lass meine Familie da raus. Jules passt auf sich selbst auf. Wenn ich was sagen dürfte. Löschen gehört sich nicht. Haben sie dir das in der Baumschule nicht beigebracht? Eigentlich eher das Gegenteil. Vermutlich hast du in der Stunde gerade irgendeinen Lehrer gevögelt. Bitte, es reicht, wenn du als Jungfrau stirbst. Oh Mann, gehen wir, Jules. Du machst einen Fehler, Sean. Seit wann machst du einen auf vernünftig? Dirke ist nicht der, für den ihr ihn haltet. Wie? Er ist kein mutterloses, grenzdebiles Arschloch? Er ist gefährlich, Sean. Lass es gut sein. Danke für den Tipp. Wir sehen uns später, Mädels. Da kommt unser Junge. Finden wir raus, was er vorhat. Fahr nicht zu nah ran. Wir wollen ihn nicht erschrecken. Lass dich zurückfallen, aber verliere ihn nicht aus den Augen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden verfolge, weißt du? Da fährt ja meine Schwester besser. Gib Gas! Pass auf, wir fallen zu weit zurück. Du verlierst ihn gleich. Schneller! Er will die Stadt offenbar verlassen. Es gibt nur einen Ort, wohin er fahren könnte. Die Doppelsieg-Motorwerke. Da wird's von Krauts nur so wimmeln. Das macht unseren Plan nicht einfacher. Ich hörte Gerüchte über den Laden. Angeblich bauen die da draußen nicht nur Autos. Der Chef von Doppelsieg hat mächtige Freunde in Berlin. Ja, Karl Eckert. Hab ihn und seine Leibwächterin beim Rennen gesehen. Franziska. Ein eiskaltes Luder. Da vorne sind die Motorwerke. Stellen wir den Wagen ab und sehen wir uns um. Drüben links ran. Er darf uns nicht sehen. Ein wenig Training gefällig? Ich bin nicht wegen der Aussicht hier. Ziemlich unhöflich von uns, ohne Einladung reinzuplatzen. Ich bin Franzose, ich bin eben unhöflich. Los, wir müssen über die Mauer da. Hier können wir rüberklettern, denke ich. Hilf mir mal hoch. Oh, scheiße! Alles okay? Ja, komm hier rüber. Wo hast du so klettern gelernt? Beim heimlichen Verlassen von Schlafzimmern durchs Fenster. Ein Date mit meiner Schwester kannst du vergessen. Hübsches Plätzchen. Von ihr oben haben sie einen tollen Ausblick auf den See. Da ist es. Was meinst du? Machen wir eine kleine Probefahrt? Ja, über die Klippe da. Alter vor Schönheit. Ich sehe lieber zu. Still jetzt. Wenn der Alarm losgeht, sind wir erledigt. Decke aus, los! Das Einpacken muss ich wohl erst noch lernen. Sollen wir eine Nachricht hinterlassen? Liebes Arschloch, sorry wegen des Ärgers. Steck dir die Rechnung in den Arsch. Für das dumme Gesicht dieses Idioten würde ich meinen rechten Arm geben. Das lässt sich einrichten, Herr Devlin. Scheiße. Jill, halt durch, Jill. Bleib bei mir. Halt! Hören Sie auf! Um Himmels Willen, hören Sie auf, ihn zu quälen! Sean! Ich bin hier, Jill. Ich sehe nichts. Jill. Ihr Freund kann Sie gerade nicht hören. Ich fürchte, die Schmerzen waren zu viel für ihn. Franziska sagte mir, Sie würden gern mein Gesicht sehen. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Was zum Henker geht hier vor? Dachten Sie wirklich, ich vergeude meine ganze Zeit am Steuer eines Rennwagens? Ich habe weit praktischere Talente, mit denen ich meinem Land dienen kann. Und meine Dienste sind dieser Tage sehr gefragt. Warum tun Sie das? Ich bin Patriot.
Sie sind ein Tier. Im tiefsten Innern sind wir alle Tiere. Das hat mich mein Pate gelehrt. Er war Fleischer, wussten Sie das? Er hat mir gezeigt, dass Fleisch keine Geheimnisse birgt. Sobald man die Haut entfernt hat. Ich hatte ein langes Gespräch mit Ihrem Freund. Er hat gesungen wie ein Vogel. Aber er konnte mir nicht sagen, was ich wissen wollte. Und das wäre? Bishop ist nicht halb so clever, wie er glaubt. Er denkt, wir durchschauen seine kindischen Intrigen nicht. Na, die Briten waren schon immer arrogant. Wer zum Teufel ist Bishop? Vielleicht sollten Sie mit ihm reden. Beleidigen Sie nicht meine Intelligenz. Wir wissen, dass Sie ein britischer Agent sind. Und wir wissen auch, dass Sie diese Anlage überwachen sollen. Was? Sie denken, ich arbeite für die Briten? Haben Sie den Verstand verloren? Schluss jetzt. Sie werden mir jetzt alles über Ihre Mission erzählen. Wort für Wort. So oder so? Ziehen Sie den Kopf aus dem Sand. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie haben die Wahl. Entweder erzählen Sie mir alles, was ich wissen will. Freiwillig und ohne etwas zu verheimlichen. Danach können Sie und Ihr Freund nach Frankreich zurück und sich dort ein schönes Leben machen. John! Wenn Sie sich weigern... Bist du da? Ich bin bei dir, Jill. ...wird keiner von Ihnen diesen Raum verlassen. Entscheiden Sie sich. Jetzt. Lecken Sie mich! Bewacht den Gefangenen. Wir machen weiter, wenn ich wiederkomme. Mich erwischen sollen. Und bevor das hier vorbei ist, werden sie sich genau das wünschen. So gefällt mir das. Wurden Sie schon informiert, Herr Eckert? Die Mobilmachung ist fast abgeschlossen. Wir marschieren in Kürze nach Paris. Ja, diese Narren werden erst merken, was los ist, wenn es zu spät ist. Ich brauche eine Zigarette. Ja, ich auch. Meine sind alle. Dann besorg welche. Na los! Oder willst du für den Rest der Woche die Latrinen putzen? Manchmal bist du ein echtes Arschloch, Bauer. Mir kommen die Tränen. Beeil dich gefälligst! Das ist die Quittung, Arschloch! Ich suche, ich suche! Keine Bewegung! Er ist hier, ich kann ihn riechen! Halt oder ich schieße! Halt! Ich bringe euch Ärsche zurück nach Berlin! Diese Ehren auf! Henning! Granate! Geh in mein Loch! Ich werde angegriffen! Wen hab ich denn jetzt schon wieder ans Bein gepisst? Die Soldaten können nicht alle hinter mir hier sein. Irgendwas läuft hier. Was Großes. Oh,
Invasionsarmee. Gott, steh uns bei. Diese Spinner haben einen Krieg angezettelt. So viel dazu. Hab ich dich, Italiener. Wer hat gesagt, du sollst aufstehen? Das rote Zeug sollte eigentlich drin bleiben. Schon. Veronique. Wo ist sie? Durch die Tür da. Schnell. Und bleib unten. Wiedersehen, Fräulein. Gott sei Dank bist du unverletzt, Junge. Danke schon. Die hätten mich lebendig verbrannt. Das war die Geheimpolizei. Was will die denn hier? Dirk hat sie geschickt. Dirk? Oh mon Dieu. Wo ist mein Bruder? Wo ist Jules? No! Fass mich nicht an! Das ist deine Schuld! Du hast ihn dort hingebracht! Jules! Wir müssen hier weg. Sie werden nach diesen Kerlen suchen. Wo sollen wir hin? Nach Westen. Das ist die einzige Chance. Okay, auf nach Paris. Wir bringen dich nach Hause. Dann los. Veronique! Oh mein Kind! Merci Dieu! Wir haben es im Radio gehört. Die Kämpfe an der Grenze. Wir hatten solche Angst. Wie ich sehe, hast du Gäste mitgebracht. Das sind Jules' Freunde, Sean und Vittore. Sie müssen eine Weile untertauchen, wo sie niemand findet. Ui, aber wo ist Jules? Ist er nicht mitgekommen? Maman, etwas Schreckliches ist passiert. Madame Rousseau. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ihr Sohn war wie ein Bruder für mich. Nein! Nein! Oh! Oh Gott! Nein! 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 Junger Mann. Sagen Sie mir, mein Sohn, musste, ginge schnell. Ja, schnell und schmerzlos. Der Kerl, der ihn getötet hat, wird nicht so viel Glück haben. Das ist von der Farm. Sie sollten es bekommen. Bonjour, Sean. Bonjour, chérie. Schönen guten Morgen, die Dame. Hier er. Sean. Ich glaube, Sie schulden mir einen Drink. Aber natürlich, mein Freund. Und? Haben Sie die Explosion gesehen? Magnifik. Haben Sie jemals so ein Feuer gesehen? Nur einmal. Aber das ist lange her. Wir fangen ja auch gerade erst an, mein Freund. Sie haben ein gewisses zerstörerisches Talent, Sean. Sieht so aus, als hätten Sie Ihre Berufung gefunden. Sean, bitte entschuldigen Sie, Monsieur Godin. Ich wusste nicht, dass Sie sich kennen. Gerade erst kennengelernt. Es ist eine Ehre, Sie zu treffen, Monsieur. Bitte nennen Sie mich Luc. Ja,
Ich habe all Ihre Bücher gelesen. Ich glaube kaum, dass Sie irre sind, um über Literatur zu sprechen. Haben Sie von der Explosion im Benzinlager gehört? Ja, hässliche Sache. Da hat wohl jemand eine Zigarette weggeschnippt. Die Deutschen sind außer sich. Haben eine Menge Leute verhaftet. Angebliche Rebellen. Schon. Sie haben Vittore. Wo? La Villette. Das alte Schlachthaus. Die Gefangenen sollen erschossen werden. Wir müssen was unternehmen. Ah, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wer A sagt, muss auch B sagen, verdammt. Ihr, nehmen Sie das. Mit Vergnügen. Na dann los. Die Ratte versteckt sich hier irgendwo, ich weiß es. Hä? Was ist das? Ist ein langer Weg zum Schlachthaus. Vielleicht wäre ein Auto. Bonne journée de boulot, une bonne paye. Wie sind Sie in diese Schlamassel reingeraten? Die Deutschen haben uns alles genommen. Unsere Freiheit, unseren Stolz. Ich habe nie gewürdigt, was wir hatten, bis es weg war. Britische Flugzeuge. Die bombardieren Paris? Bombardieren deutsche Militäranlagen in der ganzen Stadt. Meine Leute haben sie mit Zielkoordinaten versorgt. Ich fürchte nur, wir haben ein Problem. Ja, wir haben in letzter Zeit ein bisschen viel getrunken. Ich wollte meinen Whisky-Konsum sowieso zurückschrauben. Nein, ich meine, Ihr Freund hat nicht mehr viel Zeit. La Villette steht auf der Liste der Ziele. Oh mein Gott, wir müssen Vittore da rausholen. Das ist die Stelle. Fahren Sie ran. Was ist der Plan? Erstmal müssen wir die Kleider wechseln. Bitte? Töten Sie den Wachboss den lautlos und ziehen Sie seine Uniform an. Blutspritzer ruinieren die Tarnung. Benutzen Sie also Ihre Ende. Sobald Sie umgezogen sind, schlüpfen Sie durch den Gang dort in die Anlage. Sie werden schnell sein müssen. Die britischen Bomber können jeden Moment irre sein. Und was machen Sie? Ich kümmere mich um ein Transportmittel und stoße in der Anlage zu Ihnen. Und jetzt schnell, los! Kommandant Dierke bittet die Bevölkerung, Diesel zu sparen. Ein kühles Heim rettet deutsche Leben. Passt zwar nicht, aber besser als nichts. Moment, ich hab's. Scheiße, ich blute! Nein. Betty Grable ist viel attraktiver als Eva Braun. Psst, nicht so laut. Jemand könnte dich melden, weil du einer Amerikanerin den Vorzug gibst. Ja, danke. Das vergesse ich manchmal. In Kriegszeiten müssen wir immer wachsam sein. Aber recht hast du trotzdem. Schon besser. Was dauert da so lange? Mach die verdammte Tür auf! Sean, ich wusste, du würdest kommen. Sie wollten uns schon exekutieren. Wie bist du nur in dieses Schlamassel geraten? Das erkläre ich dir später. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei. Sean... Luke, wie schlimm ist es? Die Kugel bringt mich nicht um. Aber wenn wir nicht schnell ein sicheres Plätzchen finden, tun es diese Bomber. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar keine. Der Angriff hat schon begonnen. Okay. Alle Mann in den Keller. Los, bewegt eure Ärsche. Alle nach unten. Ein verstoßener Priester, der sich in einem Schlachthaus versteckt. Unglaublich. Wo bist du hergekommen? Bin Ihnen gefolgt. Dafür danke ich Ihnen. Als ich die Verwüstungen nach dem Bombenangriff sah, es war schrecklich. Ich dachte, alle wären tot. Was ist passiert? Ich bin aufgestanden, anstatt mich zu duken. Vielleicht sollten Sie weiter Bücher schreiben. Wie schlimm ist es? Die Wunde ist schmutzig. Er braucht Antibiotika. Ich suche eine Apotheke. Die Antibiotika-Bestände werden von den Deutschen streng kontrolliert. Dann trete ich ihn eben in den Arsch. Da ist ein besserer Weg. Siehst du den Mann da drüben? Etwa der Kerl, der grinst wie ein Honigkuchenpferd? Er heißt Santos. Ich habe ihn im Bell gesehen. Er ist ein Schwarzhändler. Er besorgt uns alles, was wir brauchen. Ich werde mit ihm reden. Sind Sie Santos? Wer will das wissen? Der Mann, der verhindert hat, dass die Deutschen die Mauer mit ihrem Hirn streichen. Und jetzt werden Sie etwas für mich tun. Claro que sí. Was kann ich für Sie tun, amigo? Antibiotika. Das harte Zeug.
Verstehe. Ich kann Ihnen das Zeug besorgen, aber das wird nicht billig. Der Schwarzmarkt ist ein Handelssystem. Sie brauchen was, das Sie dagegen eintauschen können. Was denn? Schmuggelware natürlich. Heute Morgen habe ich einem deutschen Offizier einen Dom Pérignon verkauft. Bringen Sie mir die Flasche. Ist ein Vermögen wert. Für die richtigen Leute. Der Wichser schmeißt wohl gerade eine Party. Ich muss mir die Flasche schnappen, bevor er sie köpft. Was zur Hölle? Was für eine jämmerliche Verleidung. War's das? Er versteckt sich in der Nähe. Ich rieche seine Angst. Das gefällt mir nicht. Du hältst mich sicher für dämlich. Ich schieße nieder den. Runter, Gerüchte! Er hat sich eingegraben! Ich muss diese Crowds abschütteln, bevor ich zu Santos zurückkehre. Das war's. Das war einfach. Schon, die Hälfte meines Whiskys geht an Sie. Ah, muy bien. 1922, el primero. Ein Glück, dass der deutsche Major keine Gelegenheit hatte, sie zu öffnen, ha? Haben Sie das Zeug? Ich habe alles, was Sie bestellt haben, hier. Es heißt, Santos ist wie die Post. Immer verlässlich. Stimmt. Cheers. Warten Sie mal, Ihre. Sie haben doch nichts zu tun, oder? Ich hätte vielleicht Arbeit für jemanden wie Sie. Sorry, bin im Urlaub. Dann habe ich vielleicht was anderes, das Sie interessieren könnte. Wenn Sie hier fertig sind, kommen Sie zu mir. Ich wohne gleich gegenüber von Bell. Ich habe die Medizin. Oh gut. Die Wunde hat sich entzündet. Ich bleibe, bis er über den Berg ist. Du kannst hier nicht bleiben. Komm schon, ich bring dich zurück ins Bell. No. Das wirst du nicht. Veronique, ich passe doch nur auf dich auf. So wie du auf Jules aufgepasst hast, das wird nicht nötig sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Da draußen sind Leute, die für euch kämpfen. Worüber wollten Sie mit mir reden? Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, Ihre. Ich kann Sie mit allem versorgen, was Sie für Ihre persönlichen Geschäfte brauchen. Ja? Womit denn? Mit allem, was Sie wollen. Waffen, Munition, Sprengstoff. Ich beschaffe die Sachen für Männer wie Sie. Diskret und zu sehr vernünftigen Preisen. Okay. Ich nehme nicht an, dass Sie Schecks akzeptieren. Ich fürchte, nein. Und wie soll ich Ihre Ware bitte schön bezahlen? Na, mit Schmuggelgut natürlich. Optimal ist deutsches Kriegsgerät. Die Deutschen haben in der ganzen Stadt Stellungen. Sie werden schwere Waffen brauchen, um sie zu knacken. Sprengstoff vielleicht. Meine Leute schreiben ihnen jedes Ausrüstungsstück gut, das sie bergen. Deutsche Offiziere sind auch eine gute Quelle für Schmuggelware. Natürlich müssen sie sie zuerst töten. Sie bekommen für die Schmuggelware bei meinen Händlern Waffen, Munition, sogar Fahrzeuge. Meine Leute stehen in der ganzen Stadt bereit, 24 Stunden am Tag. Und? Ich muss doch sicher eine Gebühr bezahlen, um in Ihren kleinen Club aufgenommen zu werden. Ja, aber nur eine kleine Spende, um meine Auslagen zu decken. Sehen Sie es als Investition in die Zukunft. Mein Freund Pierre hier wird Sie mit dem Nötigsten versorgen. Kostenlos. Das ist der Saboteur, er hat sich verkleidet. Semba! Reiß dich zusammen. Ich muss aufpassen. Die verstehen hier keinen Spaß. Selbst wenn's krank macht. Au! Was um alles in der Welt ist das? Irgendwas ist hier komisch. Was für eine jämmerliche Verkleidung, Ihre. Bring den Kerl um! Volltreffer! Feuer! Angriff! Jetzt auf uns hören, kommt! Qua? Auf die Verkleidung fällt niemand rein. Niemand wird sich ihres vermissen. Ich greife von der Flanke an!
Transitpapiere sind an allen Kontrollpunkten Pflicht. Personen ohne gültige Papiere werden verhaftet. Du kannst dich nicht verstecken! Bis gleich, Landsmann! Das soll nur ein Witz sein! Der Saboteur ist tot! Das war knapp! Scheiße! Muy bien, Ihre. Ich denke, das ist der Beginn einer überaus profitablen Freundschaft. Ab sofort stehen Ihnen alle Schwarzhändler der Stadt zur Verfügung. Was ist schon wieder, Santos? Brauchen Sie ein bisschen Kaviar zu Ihrem Shampoos? Mir kommt der Kaviar schon zu den Ohren raus. Das Zeug kann keiner mehr sehen. Was will ich mit Fischeiern, wenn die Leute nicht wissen, was sie morgen fressen sollen? Alkohol, Zigaretten und Morphium. Damit lässt sich heute Geld verdienen. Ein Glück, dass Sie hier sind, um sich am Leid anderer zu bereichern. Ja, das stimmt. Wir können nicht alle leben wie Bauern, nur weil wir im Krieg sind, oder? Nehmen Sie meinen guten Freund General Lutz. Er sollte nicht mit dem Auto irgendeines Bauern durch Paris fahren. Ich habe ihm letzte Woche eine italienische Limousine angeboten und wissen Sie, was er gesagt hat? Keine Ahnung. Leck mich. Genau. Er sagte, er hätte schon eine Limousine gekauft bei der Konkurrenz. Oh, das ist rührend. In der Tat. Aber nicht so rührend wie das Gesicht von General Lutz, wenn er rausfindet, dass sein geliebter Wagen gestohlen wurde. Ah, gestohlen von einem waghalsigen Iren, nehme ich an. Exakt. Und der General wäre sicher begeistert, wenn Sie ihm sein eigenes Auto wiederbeschaffen könnten, zum doppelten Preis. Sie sind ja richtig gerissen, Ihre. Es ist fast, als hätten Sie sowas schon mal gemacht. Aha. Also, was springt für mich raus? Sie mögen doch Autos, oder? Tja, man könnte sagen, ich bin Gebrauchtwagenhändler. Wenn Sie mir helfen, können Sie in einer meiner Spezialgaragen in der Stadt einkaufen. Okay, das ist ein Wort. Hier muss es irgendwo sein. Da ist das Auto. Was für eine Schönheit. Mal sehen, ob ich das gute Stück zu Santos zurückbringen kann, ohne es zu ruinieren. Er versteckt sich hier irgendwo, ich weiß es. Sie sind ein terrible Conducteur. Ich habe gehört, General Lutz ist auf der Suche nach einem neuen Auto. Sie haben das schon mal gemacht, oder, Ihre? Ich? Autos stehlen? Machen Sie sich nicht lächerlich. Verstehe. Naja, für den Fall, dass Sie mal ein Auto unterstellen wollen, kommen Sie zu einer meiner Garagen. Meine Mitarbeiter bieten die verschiedensten Dienstleistungen. Ach ja, zum Beispiel? Reparaturen, Umbauten, Fahrzeugeinlagerung, was Sie wollen. Wir kümmern uns um alles rund um Ihr Auto. Wenn der Preis stimmt, natürlich. Sehr großzügig. Man sieht sich. Bastarde! Jetzt sind wir im Geschäft. Wenn ich ihn finde, ist er tot. Ups! Das ist der Saboteur, er hat sich verkleidet! Ui, was war das? Nimm das, Froschfresser! Rede oder schieße. So einfach ist das. Mistkerl. Ich geh lieber selber. Ah, irische Schweine führen da. Ich suche. Putain, wo ist der Weg, Krasi? Wunderschönen guten Morgen. Oder wie spät es auch sein mag. Tanzen wir, Arschloch! Ein netter kleiner Ort ist das hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Kommt, wenn ihr euch traut.
Entschuldigung. Okay, das lassen wir wohl lieber. Kontrollpunktenpflicht. Personen ohne gültige Papiere werden verhaftet. Wird noch Zeit, verdammt! Sie sind gar nicht übel. Ganz und gar nicht. Je peux passer. Was ist hier komisch? Die Arschlöcher scheinen hellwach zu sein. Der Irre versteckt sich hier irgendwo. Sterbt ihr Schweine! Ein Frontalangriff? Verdammte Offiziere! Der Irre! Er entkommt! Irgendwas ist hier komisch. Er kann sich nicht ewig verstecken. Das war großartig! Das tut weh. Oh. Hey, nicht so schnell! Verdammter Mist! Das Spiel ist aus, Rebell! Schwein! Scheiße! Hey. Vorsicht da unten! Nicht zu sehen. Nein, niemand. Ignoriert den Iren mit der Bombe nur. Das spüre ich morgen auch noch. Magst du es, einen deutschen Soldaten zu beleidigen? Tu ich dir leid, mein wildes Befehl. Hey, lass dich das! Ich suche ihn! Ohne Zigaretten wäre ich schon durchgedreht. Deutsche Ingenieurskunst trifft irischen Starrsinn. Verdammter Mist. Und dabei mag ich keine deutschen Autos. Mon Dieu, vous les avez renversés. Mann, ich brauche einen Drink. Mach die Augen auf, Idiot. Ich sehe dich, du Mistkerl. Kein Grund zur Sorge. Die Resistance will euch doch gar nicht helfen. Jetzt bekommst du deine Strafe. Tuez-moi. Vous avez pris tout le reste. Er macht keinen Ärger mehr. Du kriegst deinen Zehner morgen. Die Franzosen stehen auf Holperstraßen. Vergiss es. Nimm das. Schieße wieder neben! Scheiße, ich blute! Verdammte Scheiße, überall Blut! Das tut weh, verdammt! Wahnsinniger! Mir ist das wirklich unangenehm. Das hatte ich ja schon richtig vermisst. Was ist das? Feuer! Du lässt uns alle... Sean, ich hatte gehofft, wir wären diesem Sturm entkommen. Das Schicksal hatte wohl andere Pläne. Wie bist du aufgeflogen? Ich wurde erkannt von einem Spitzel. Hast du eine Ahnung, wer die Ratte war? Ich habe keinen Namen. Aber er will sich vor dem Bell mit einem deutschen Offizier treffen. Ich werde dem Crowd folgen. Über ihn kommen wir an den Spitzel ran. Ja, das ist der einzige Weg. Hast du noch eine andere Idee? Ich sah, wie der Deutsche den Brief des Spitzels eingesteckt hat. Mit diesem Brief und der Uniform des deutschen Offiziers könntest du dir diesen Judas schnappen, bevor er seine 30 Silberlinge kassiert. Wo ich herkomme, werden Spitzel in Blei bezahlt. Ui, was war das? Verschwinde, Franzosenschlampe! Sie schulden mir 10 Francs! Du solltest mich bezahlen, so wie ich dir besorgt habe. Basta! Da bist du ja, verdammtes Arschloch! Ihre Bezahlung. Merci. Und jetzt raus hier. Was? Nein, nein, Sie haben mir Schutz versprochen. Gar nichts habe ich. Sie lügen! Die werden mich töten! Hier ist deine Belohnung, Verräter. Aber gib nicht alles auf einmal aus.
Das rote Zeug sollte eigentlich drin bleiben. Feuer! Danach habe ich gesucht. Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Morgen wird der Frau durch die Reichsmark abgelöst. Tauscht durch ihre Frau und wirft Gegenstände um. Mach die Augen zu, bald ist es vorbei. Oh, mon Dieu, nimm du ihn da. Tut mir leid, Befehl ist Befehl. Je vous en supplie, pitié, pitié. Rede oder stirb. Feuer! So ist jetzt was sie. Geh in den Luft! Angriff! Bring diese Ehren um. Die wollen einen Kampf? Den können sie haben. Irgendwas ist hier komisch. Ja! Sagen Sie schon, wie schmeckt Ihnen die Vergeltung? Fast so gut wie Whisky. Aber nur fast. Würden Sie gern ein paar neue Leute kennenlernen? Wen zum Beispiel? Die Deutschen halten nicht weit von hier einige Kriegsgefangene fest. Veteranen der Fremdenlegion. Sehr gefährliche Männer. Ihr Anführer ist ein Kerl namens Crochet. Wenn wir ihn für uns gewinnen, ziehen die anderen mit. Und ich soll die Kerle rausholen, damit sie auf ihre Gehaltsliste setzen können? Wäre das ein Problem? Wäre nicht mein erster Ausbruch. Dürfte kein Akt sein, da reinzukommen. Die Gefangenen werden schwer bewacht. Vielleicht sollten wir es auf die leise Tour versuchen. Was zum Teufel wird das? Ein Ausbruch! Los, Bewegung! Ohne meine Männer gehe ich nicht irgendwohin. Das ist die Quittung, Arschloch! Los, schwingt eure Ärsche! Wir werden uns wiedersehen, Ihre. Rückzug! Wir werden uns wiedersehen, Ihre. Schnell, raus! Sei mit euch um den Ehren! Macht den Schweine dir! Achtung! Er hat eine Waffe! Salut, la favori! Prenez la! Resistance, ich brauche einen Namen! Wer ist der Anführer der Resistance? Rede! Ayez pitié! Ich bin der Schweine, Arschloch! Ich muss Luke sagen, dass der Job erledigt ist. Das war gute Arbeit, mein Freund. Der Widerstand wird von Tag zu Tag stärker. Wo immer die Menschen kämpfen wollen, stehen unsere patriotischen Soldaten bereit, um die Deutschen zu vernichten. Vive la France! Das ist ja alles schön und gut. Aber Parolen allein helfen uns nicht weiter, wenn es hart auf hart kommt. Wir haben Männer, die bereit sind, ihnen zu folgen. Von nun an müssen sie nur rufen und sie werden kommen. Wir haben uns schon mal gesehen, oder? In der Nacht, als wir diese Legionäre befreit haben. Ja, ich war dort. Ich war ein Obmann der Legion. Heute nennen mich die Männer Le Crochet, den Aken. Sie sehen warum. Ein deutscher Wärter hat mir die Hand abgeackt und sie an seinen Köter verfüttert. Aber sie leben und sie sind frei. Ja, dank Ihnen. Einige meiner Männer hatten weniger Glück. Dieser Deutsche, ich bin noch nicht mit ihm fertig. Ich verstehe, was Sie meinen. Der Deutsche ist hier in Paris. Man sagt, er hätte eine Vorliebe für Fleisch, das man im Rotlichtviertel findet. Er zieht jede Nacht mit Leibwächtern durch die Gassen, um seine perversen Triebe zu befriedigen. Die Mädchen fürchten ihn. Und wir können nicht zulassen, dass ein Perverser durch unsere schöne Stadt läuft, oder? Ich regel das. Ich will, dass er weiß, warum er stirbt. Sorgen Sie dafür, dass er meinen Namen hört, bevor er sein Leben ausaucht. Tut mir echt leid. Je veux pas d'ennui. Huren, Halunken und Säufer, genau wie zu Hause. Wird Zeit, dass ich den Crowd finde, der Crochet seinen Haken verpasst hat. Auch wenn's verrückt klingt, ich vermisse Tunesien. Die Jungs sind ziemlich nervös. Der Haken lässt sich schön grüßen. Was? Wie war das?
etwas mehr Respekt, bitte! Tut mir leid, Befehl ist Befehl! Ich hasse dich! Jetzt bekommst du deine Strafe! Und bleib unten! Perfekt. Gehen wir. Versteckt sich hier irgendwo, ich weiß es. So ein Aufruhr. Das reicht, ich bring dich da. Der Saboteur hat aufgespielt. Ich greife seine schwache Seite an. Erwischt. Der Ehre, er entkommt. Kinderspiel. Wo waren wir? Reinlichkeit ist die oberste Bürgerpflicht. Mangelnde Körperhygiene wird nicht toleriert. Mach die Augen zu, bald ist es vorbei. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Du stellst dich entgegen! Ah! Wie sagt man so schön? Und X. Tja, dann. Vorsicht da unten! Zu Ehren des Geburtstages unseres Kanzlers wird die Ausgangssperre heute 15 Minuten später in Kraft. Rede oder ich werde ungemütlich! Tut mir leid, Befehl ist Befehl! Quelle fin! Das hat ja geklappt. Die Relation. Er ist hier, ich kann ihn nicht. Irgendwas ist hier komisch. Immer her zu mir, ich bin bereit. Verdammte Sterben wie die Fliegen. Mach es einen deutschen Soldaten zu beleidigen. Tut mir leid, Befehl ist Befehl. Komisch. Der Irrsinn hat erwischt. Machen die Augen zu, bald ist es vorbei. Er ist der Anführer der Resistance, rede! Deckung! Ups! Ah, er ist tot! Machen die Augen zu, bald ist es vorbei. Ça. Er hat eine Waffe! Zum Frühstück! Nicht schlecht, wie du Luc wieder aufgepäppelt hast. Er schuldet dir was. Non, die Menschen dieser Stadt schulden Luc was. Du schwärmst ja richtig von ihm. Er ist ein außergewöhnlicher Mann. Alle Bewohner von Paris flüstern seinen Namen. Sie nennen ihn den Helden von La Villette. Also ist Luc der Held. Ich bin nur sein Chauffeur, was? Eifersüchtig? Mist. Ich habe Luc versprochen, ein Paket für ihn abzuliefern. Ich dachte mir, vielleicht willst du mich ja hinkutschieren. Oh, ich soll dich fahren? Mit Vergnügen. Gut, wir treffen uns draußen, sobald du abfahrbereit bist. Also, wo ist dieses Paket? Ich muss es erst holen. Dann brauchen wir ein Auto. Ein Prachtstück! Qu'est-ce qui se passe? Danke fürs Mitnehmen. Auch von Luc übrigens. Wer ist dieser Luc eigentlich? Ist der Typ irgendeine Berühmtheit? Vor dem Krieg war Luc einer der bekanntesten Schriftsteller Frankreichs. Seine Familie war stinkreich. Witzig. Mir kam er gar nicht wie ein Snob vor. Die Deutschen haben seine Werke für subversiv erklärt. Sie haben seinen Besitz konfisziert und seine Bücher verbrannt.
Luc stand plötzlich vor dem Nichts. Und darum hasst er sie? Luc wird nicht von Hass getrieben. Er kämpft aus Liebe zu seinem Land. Wird nicht lange dauern. Der Besitz illegaler Pulsempfänger ist untersagt und wird mit aller... Alles klar. Oui, merci. Jetzt müssen wir das Paket nur noch abliefern. Warum hast du so lange gewartet, bis du uns gerufen hast? Ich bin ja froh, dass du es getan hast. Ist, naja, ewig her, seit wir so viel Spaß miteinander hatten. Ich war nicht viel unterwegs seit der Sache mit Jules. Das verstehe ich natürlich. Das scheint dich aber nicht sonderlich gebremst zu haben. Die Mädchen im Bell sagen, dass du sie alle unter das Bett säufst. Ich schätze, du meinst, unter den Tisch. Tue ich das? Jedenfalls bin ich froh, dass du rechtzeitig nüchtern geworden bist, um mir bei einem kleinen Botengang zu helfen. Du wirst es auch nicht bereuen, versprochen. Wir sind da. Lass mich hier raus. Bist du sicher? Hier wimmelt es von Deutschen. Das dauert nur einen Moment. Guten Tag, Fräulein. Was haben Sie da? Nur etwas Käse und Wein für Oberst Straub. Straub ist ein Glückspilz, was? Gehen Sie rein. Dankeschön. Ça serait pas si terrible si je pouvais trouver ne serait-ce qu'une baguette bien fraîche et un croissant. Los! Los! Pars! Was ist denn los? Oh, heilige Scheiße! Schnell! Sie kommen! Warum hast du mir nicht gesagt, dass du eine verdammte Bombe legen willst? Hast du den Verstand verloren? Ich wusste, du würdest mich aufhalten. Da hast du verdammt recht! Das ist nicht dein Kampf. Falsch. Seit sie meinen Bruder umgebracht haben, ist es mein Kampf. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Und mich gleich dazu, wie es aussieht. Sean, wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig. Nicht jetzt. Ich muss erst ein Wörtchen mit Luc reden. Was zum Teufel ist los mit Ihnen? Lassen Sie jetzt schon Mädchen ihre Drecksarbeit erledigen. Ich zwinge niemandem. Wer unserer Sache dient, tut das aus reinem Patriotismus. Ich kann's nicht mehr hören. Dass sich Männer mit Blut an den Händen als Patrioten bezeichnen. Das hier ist kein Cricketspiel. Wir tragen keine Uniformen und wir halten uns an keine Regeln. Jeder von uns muss bereit sein, das zu tun, was nötig ist. Ich habe schon Ihren Bruder verloren. Ich will verdammt sein, wenn ich Veronique auch verliere. Sie wird bei der Sache nicht mitmachen. Du hast mal gesagt, Jules hätte seinen eigenen Kopf. Tja, den habe ich auch. Denk nicht, du könntest mir Vorschriften machen. Geh für euch beide. Zählen Sie Ihre Feinde, Luc. Falls ihr etwas zustößt, haben Sie einen zu viel. Nimm das, Froschfresser! Mach die Augen zu, bald ist es vorbei. Jesus, ja. Was ist das? Das ist, als würde man wehrlose Frauen und Kinder töten, was? Wie sagt man so schön? Und Ex. Verlieren wir keine Zeit. Sehr verdächtig. Wozu habe ich Stoßdämpfer? Versteckt sich hier irgendwo. Immerhin kriegen wir guten Tabak. Ich nehme seine Flanke! Unsere Verstärkung! Ein Portal zur Verdeckung gehen! Los, runter von der Straße! Kontrolle!
Regarde, c'est pour toi. Okay, danke. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du in Paris bist. Stell dir meine Freude vor, als ich erfuhr, dass ich ein paar Tage geschäftlich in der Nähe sein würde. Ich habe eine hübsche Wohnung gemietet, aber das Bett ist schrecklich groß und leer. Schau doch mal auf den Drink vorbei, Skylar. Il paraît qu'un Irlandais, drôlement costaud, a fait le ménage. Ich mache mich auf die Suche. Skylar Sinclair, bist du lebend aus Saarbrücken rausgekommen? Ich bin kurz vor der Schießerei abgehauen, bin der Geheimpolizei gerade so entwischt. Wir hatten nicht alle so viel Glück. Ich hab von Jules gehört. Tut mir leid schon. Ich weiß, wie nah ihr euch standet. Das ist schon witzig. Dirk dachte, dass Jules und ich für die Briten arbeiten. Oh, seltsam. Er hat uns wohl verwechselt mit einem anderen, der bei diesem Rennen war, um zu spionieren. Du warst schon immer zu clever für einen Mechaniker. Viel zu clever. Haben die mir was in den Drink getan? Warum? Stell dir vor, du hättest ein Vorstellungsgespräch. Wird Zeit, dass du dir einen neuen Job suchst. Guten Abend, Mr. Devlin. Du kannst mich mal, Engländer. Nennen Sie mich Bishop. Miss Sinclair hat Sie mit einem schwachen Paralytikum betäubt. Ich schätze, Sie hatten schon wesentlich schlimmere Kater. Wenn das so ist, lecken Sie mich. Ah ja, der berühmte irische Charme. Wirklich erstaunlich, dass so viele Menschen in ihrer Heimat Urlaub machen. Kann ich von mir nicht behaupten. Das mag daran liegen, dass Sie in Ihrer Heimat gesucht werden. Sie haben sich zu Hause viele Feinde gemacht. Nicht schlecht für einen Mann Ihres Alters. Sind Sie etwa von Scotland Yard? Nicht ganz. Natürlich wissen wir auch alles über Ihren Vater. Sagen Sie, haben Sie je herausgefunden, wer das Feuer gelegt hat? Wer zum Henker sind Sie? Wir sind das Messer an der Kehle des Feindes und es wird Zeit, zuzustoßen. Kann sein, dass ich mich irre, aber verliert ihr Jungs den Krieg nicht gerade? Ist es das, was Sie wollen, Mr. Devlin? Dass die ganze Welt von Deutschland verschlungen wird? Ich denke nicht. Wenn es nach mir geht, soll das Pack in der Hölle schmoren. Aber Sie haben mir immer noch nicht gesagt, warum ich hier bin. Sie sind hier, weil Sie mir helfen müssen, Mr. Devlin. Im Gegenzug werde ich dafür sorgen, dass Ihre Akte bereinigt wird. Vergessen Sie's. Und ich serviere Ihnen Kurt Dirka auf dem Silbertablett. Also, was soll ich machen? Die Deutschen haben auf dem Léger-Friedhof in Paris gegraben und etwas aus einer der Krypten geborgen und es in einer Kiste verstaut. Und diese Kiste will ich haben. Miss Sinclair wird Ihnen nach besten Kräften helfen. Was ist in der Kiste? Das hat Sie nicht im geringsten zu interessieren. Neugier ist der Katze tot, Mr. Devlin. Das gleiche gilt für neugierige Iren. Okay, wir sind im Geschäft. Ich besorge Ihre Kiste. Und wenn ich wiederkomme, sagen Sie mir, wo ich Dirka finde. Sie haben mein Wort. Wir werden sehen, wie viel das wert ist. Und dabei heißt es, knapp gibt's nur beim Hufeisenwerfen. Das melde ich lieber. Ich habe einen Weg gefunden, mich auf den Friedhof zu schleichen, ohne aufzufallen. Komm zu mir, wenn du für die Jagd nach der Kiste bereit bist. Deine Skylar. Papier, los! Ihre Reisepapiere? Die Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Okay, dann mal los. Ich bin froh, dass du Bishops Angebot angenommen hast. Ich habe mich ein wenig im Untergrund getummelt. Wenn das hier vorbei ist, kannst du mit mir machen, was du willst.
Aber ab sofort koche ich mein eigenes Süppchen. Es gibt einen unterirdischen Eingang, durch den du an den Hauptposten vorbeischlüpfen kannst. Such unter dem Mausoleum auf dem Hügel nach einer Krypta. Dort findest du, was wir suchen. Sie ist zu schwer, um sie einfach wegzutragen. Wir brauchen einen Laster, um sie aus der Stadt zu bringen. Ich suche die Kiste und kümmere mich um die Wachen. Du organisierst den Transport. Wir treffen uns am Mausoleum, wenn du für den Abflug bereit bist. Viel Glück und pass auf deinen kleinen Knackarsch auf. Du auch, Schätzchen. Die Ausgangssperre heute 15 Minuten später in Kraft. Ich habe Heinrich gefragt. Heinrich kann sein Gesicht nicht von seinem Arsch unterscheiden. Kann sein, aber er war im Schlachthaus, als es passierte. Er hat gesagt, es war der Ire. Ich wusste es. Dieser französische Schreiberling hätte das nie durchgezogen, egal was die Leute reden. Dieser irische Hurensohn wird uns noch Ärger machen. Also aufpassen. Darauf kannst du dich verlassen. Sie sind auf ihrem Posten, so viel steht fest. Weißt du was Neues von Major Thom? Ja, wurde nach Nepal abkommandiert. Nepal? Was soll ein Geheimpolizist in Nepal? Geht um irgendein Artefakt. Einen Stab oder so. Schon wieder ein Artefakt. Dreht unser Führungsstab jetzt völlig durch? Na, wenigstens sind wir hier bald fertig. Die Kiste wird heute Nacht verladen. Ein Glück. Hast du morgen Wachdienst? Ja. Jakob und ich fahren rüber in dieses Bordell. Schön für euch. Ich werde an dich denken, wenn's mir eines der Mädchen besorgt. Halt einfach die Klappe, Wilhelm. Ich will's gar nicht hören. Das Artefakt ist sicher, Herr Oberst. Gut, warten Sie. Aber Herr Oberst, eine Frage. Ist es wirklich, was ich denke? Ich will Sie nicht erschießen, Soldat. Aber ich werde es tun. Jawohl, Herr Oberst. Oberst Kreuzer hier. Hier ist General Eckert. Wie sieht's aus? Die Operation ist ein voller Erfolg. Das Artefakt ist bereit zum Abtransport. Setzen Sie den Transport umgehend fort. Sie haben dem Vaterland einen großen Dienst erwiesen, Herr Oberst. Seien Sie sich der Dankbarkeit unserer Regierung gewiss. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Das muss der mysteriöse Preis sein. Bleiben besser unbeantwortet. Wenn du so clever bist, wie ich hoffe, vergisst du, was du hier gesehen hast und verlierst kein Wort darüber. Vergessen? Was denn? Ich habe nichts gesehen. Gut. Verschwinden wir von hier. Schade. Ich hatte mich gerade an die Gegend gewöhnt. Jede Menge Särge zur Auswahl. Du könntest dir gleich einen aussuchen. Ich schätze, du wirst ihn bald brauchen. Wenn es so ist, werde ich den Rest meines Lebens genießen. Hast du nichts Besseres gefunden als diesen Blechhaufen? Was denn? Gefällt dir die Farbe nicht? Mit dieser Rostlaube hängen wir die Patrouillen nie ab. Das müssen wir nicht. Wir treffen uns mit ein paar deiner Kumpels aus dem örtlichen Pub. Sie haben eine kleine Überraschung für diese deutschen Scheißkerle vorbereitet. Soll das heißen, wir fahren in einen verfluchten Hinterhalt? Ich liebe Überraschungen, du etwa nicht? Wo? Ich habe die Stelle auf deiner Karte markiert. Komm nicht zu spät. Das ist die Resistance. Gerade rechtzeitig. Okay, Jungs, schlagen wir los! Himmel davor! Verteidig die Kiste, egal wie! Euch futze ich weg, ihr Penner! Das war die letzte. Da kommen noch mehr Soldaten. Wir müssen verschwinden, bevor sie hier sind. Okay, dann nichts wie weg. Wir sind fast da. Sieh zu, dass wir in einem Stück ankommen! Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Das war gar nicht schlecht. Weiter so. Wir treffen uns drin, wenn du für Le Havre bereit bist. Je vous demande pardon. Ich muss mir ihr Auto bauen. Je vous demande pardon. Ein Crowd weniger. Immer die gleiche Leier. Seltsam, oder? Keine Sorge, Ire. Wir finden ihn. Der Ire schnappt ihn euch. Wir haben keine Chance, Ire. Franzosen. Tut mir leid, Befehl ist Befehl. Der Kanzler. Und wer ist jetzt der Größte? Bitte registrieren Sie sich im nächstgelegenen Parteibüro. Ganz langsam. Treten Sie in die Partei ein. Nimm das, und führen Sie die Welt in eine bessere Zukunft. Tut mir leid, Befehl ist Befehl. Meine Großmutter ist ja härter als ihr. Der Besitz illegaler Pulsempfänger ist untersagt und wird mit aller Härte des Gesetzes bestraft. Wie sagt man so schön? Und X. Das war einfach. Transitpapiere sind an allen Kontrollpunkten Pflicht. Personen ohne gültige Papiere werden verhaftet. C'est pas possible. Jetzt bekommst du deine Strafe. Je suis pas de la résistance. Je vous le dis. Je suis pas de la résistance. Je vous le dis. Er wird sterben. Qualvoll. Es ist der Kopf. Hey, ich gehe hier. Nichts für ungut, okay? Was wissen Sie über die Resistance? Was ist eigentlich dann? Ich krieg dich noch! Scheiße, das hat geklappt! Kommt, hier ist was faul! Ja! Oh Gott! Kommandant Dierker bittet die Bevölkerung, Diesel zu sparen. Ein kühles Heim rettet deutsche Leben. Immer her zu mir. Ich bin bereit. Das Schwein hat ihn erwischt. Kann ich hier Brot kaufen? Ich hätte das Zeug nicht zu meiner Wüstenausstattung geben sollen. Pass gefälligst besser auf! Unsere tapferen Soldaten haben in Nordafrika einen wichtigen Sieg errungen. Das Ende dieses Krieges ist damit vom Greifen nah. Suche das Ziel! Wir finden ihn. Nimm das, Froschfresser. Rede oder stirb. So einfach ist das. Tut mir echt leid. Polizei! Die Sonne scheint und die Vögel singen. Dann denke ich an heute. Kriegst du was mit mir? Das Zeug nicht zu meiner Wüstenausstattung. Führen Sie die Welt in eine bessere Zukunft. Verdammt, hätte ich nicht was verpasst. Wir haben jemanden überfahren. Kommt sie zurück. Alle an Bord. Hey, nicht so schnell. Wir sind nur in Berlin. Ah, Scheiße, sorry. Das ist der Saboteur, er hat sich verkleidet. Ah, Scheiße, ich hab einen Leck. Das versteckt sich in der Nähe. Ich rieche es. Kommt schon. Euch esse ich zum Frühstück. Wurde auch Zeit. Wo waren wir? Das sollte reichen. Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Danach habe ich gesucht. Non, mais quel culot!
Das war einfach. Rede oder stirb. So einfach ist das. Écoutez-moi. Je ne suis pas de la résistance. Morgen wird der Fonds durch die Reichsmark abgelöst. Keine Waffen, Schätzchen. Kannst Spritztour gefällig? Die Gegend soll zu dieser Jahreszeit traumhaft sein. In der Tat. Meine Freunde brennen darauf, ihren Preis zu sehen. Dann sollten wir sie nicht enttäuschen. Wir müssen uns von deutschen Kontrollpunkten und Patrouillen fernhalten. Das wird nicht einfach. Keine Sorge, ich kenne eine Nebenstraße aus der Stadt raus. Die Route ist auf deiner Karte markiert. Also, Skylar Sinclair, Geheimagentin. Wie bist du da reingeraten? Jede Frau hat ihr Geheimnis. Vermutlich war ich schon in unserer ersten Nacht nur ein Job. Ein Aufriss vielleicht, aber noch nicht im Dienst. Wie ist es, mit Lügen sein Geld zu verdienen? Ein bisschen wie in der Highschool. Was wirst du nach dem Krieg machen? Willst du das den Rest deines Lebens machen? Ach, kommt drauf an, wer gewinnt und ob ich überlebe. Ich möchte nicht darüber reden. Da sitzen wir nun. Ein Pärchen, das zu einem Picknick aufs Land gefahren ist. Klingt romantisch. Aber ob die Crowds uns das abnehmen? Oh, die nehmen alles, was ich ihnen verkaufe, Schätzchen. Überlass das Reden einfach mir. Auf die Box, wenn man sie braucht. Such nach der Kirche. Park außer Sichtweite. Es geht doch nichts über eine Landpartie, um alle Sorgen zu vergessen. Ich wüsste da noch was Besseres und ich würde sagen, diesmal hast du es mehr als verdient. Klingt verlockend. Jetzt nicht. Erst kümmern wir uns um Bishop. Allons entendre de la patrie. Es ist echt. Daran besteht kein Zweifel. Diese Irren haben es tatsächlich gefunden. Unglaublich. Sie sind wirklich ein außergewöhnlicher Mann, Mr. Devlin. Ich könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Wir hatten einen Deal. Ich habe Ihre Kiste durch halb Frankreich geschleift und dabei eine Menge Leute umgelegt. Jetzt will ich dir, Kerr. Keine Sorge, Sie kriegen ihn. Ich habe verlässliche Informationen, dass Ihr Freund keine Meile von hier entfernt ist. Dirk ist hier? In Le Havre? In der Zitadelle. Er will mit einem Zeppelin nach Berlin fliegen. Wenn Sie gleich aufbrechen, erwischen Sie ihn noch am Boden. Na, dann los. Da wäre noch eine letzte Sache, Mr. Devlin. Sie hatten nicht zufällig einen Blick in die Kiste geworfen, oder? Tja, wie Sie schon sagten, das geht mich nichts an. Freut mich, das zu hören. Wiedersehen, Mr. Devlin. Weidmanns Heil. Sean, warte. Pino, ein Agent, hat unten an den Docks einen deutschen Versorgungslaster sichergestellt. Ohne ihn dürfte es schwierig werden, durch das Vordertor zu kommen. Seit wann bist du auf meiner Seite, wenn es um Dirka geht? Bin ich nicht. Dein Rachefeldzug ist verrückt. Aber ich habe dich eben erst eingeschleust und keine Lust, dich schon wieder zu verlieren. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Sei kein Arschloch. Ich habe dir ein Geschenk in den Laster gelegt. Es wird dir gefallen. Devlin, Sie erwarten den Laster an der Zitadelle. Wenn Sie keinen Fehler machen, lassen die Sie rein. Ich dachte mir, du willst dich vielleicht umziehen. Das Zeug ist zwar nicht gerade schick, aber Mode war ja noch nie deine Stärke. Ciao, Skylar. Hier bitte. Papiere und Pass. Scheint alles in Ordnung zu sein. War mir ein Vergnügen. Ein gut platzierter Sprengsatz macht Kleinholz aus dem Tor.
führst nicht mal ein Kind in das Licht. Komm raus, Feigling! Er ist da, der Ire! Hast du den Schuss gesehen? Gott sei Dank. Scheiß Treppen. Ihr ist vermisst. Stellt euch mal an, wie das Schwein hat ihn erreicht. Der Saboteur hat ausgespielt. Ich werde ihn langsam töten. Devlin, Sie hätten durch mein Messer sterben sollen. Nicht so. Sie können nirgends hin. Ich finde Sie überall. Sie leben noch. Ihnen entgeht aber auch gar nichts. Wo ist Skylar? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Können oder wollen Sie nicht? Miss Sinclairs derzeitiger Aufenthaltsort ist geheim. Ah, ist der Bastard tot? Nein, noch nicht. Man braucht Härte und eine ruhige Hand, um Dirka zu töten. Sie hätten einen echten Soldaten schicken sollen. Zu dumm, dass Sie in der Kirche zu sehr mit Wichsen beschäftigt waren. Sagen Sie, Bischof, es ist nicht vorbei. In einer Woche ist Dirka begraben und vergessen. Es wird Zeit, nach Paris zurückzukehren. Veronique macht sich vermutlich Sorgen um mich. Wenn Sie mit diesen Fröschen nicht so beschäftigt sind, hätte ich vielleicht einen richtigen Job für Sie. Inwiefern? Soll ich Ihnen helfen, Bishop, die Windeln zu wechseln? Das ist ja großartig. Sehen Sie, irgendwie hat sich Bishop in den Kopf gesetzt, dass Sie nicht nur ein dämlicher irischer Sturkopf sind. Wie es aussieht, schuldet mir der alte 10 Pfund. Die Briten können sicher 10 Pfund verschmerzen. Aber wenn seine Majestät meine Hilfe braucht, kommt Ihnen das deutlich teurer. Er wusste, dass Sie das sagen würden. Worum geht's? Die Deutschen haben sich in einer alten Abtei vor der Stadt eingenistet. Haben den Laden in eine experimentelle Radarstation verwandelt. Was zum Teufel ist Radar? Streng geheim. Und eine Nummer zu groß für sie. Egal. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Laden mit ein paar Lancasters in die Steinzeit zurückbomben. Aber die Deutschen nehmen die Nonnen als menschliche Schilde. Die Sache ist unseren Fliegern zu heikel. Sie brauchen also jemanden, der die Dreckarbeit für sie erledigt. Der alte Mann sagt, sie hätten ein Talent dafür, sich in Gebäude zu schleichen und sie zu sprengen. Er denkt wohl, dass sie unser Mann sind und ich sage, warum nicht? Wenn sie dabei draufgehen, tja, dann geht mir ein blöder Ire weniger auf die Nerven. Grinsen Sie nur weiter, Arschloch. Wenn ich den Job erledigt habe, wird Ihnen das blöde Lachen schon vergehen. Zur Hölle, Freundchen! Hast du eine Frau, Ire? Ich überrumple ihn! Schick ihn zur Hölle! Das müsste sie aufwecken. Ich suche ihn. Scheiß Bam, lieber Rassitzer. Jetzt bekommst du deine Strafe. Ihr habt ja wirklich da. Ich hab gehört, Sauer verfüttert keine Ente mehr an seine Dobermänner. Ja, neuerdings ist er selbst das Futter. Sie sind ein harter Mann, Devlin. Das sind harte Zeiten. Ja, das stimmt.
Vor allem für diejenigen von uns, die keine Heimat haben, wie meine Männer in Nordafrika. Die französische Armee kämpft jetzt für die Deutschen. Nicht ganz. Einige weigern sich zu kapitulieren. Während wir reden, kämpfen die freien Franzosen in der Wüste. Aber sie halten nicht mehr lange durch. Was hat das mit mir zu tun? Ein libyscher Botschafter ist in Paris, um mit der deutschen Armee zu verhandeln. Wenn er Erfolg hat, sind meine Männer in Afrika verloren. Soll ich ihn aus dem Verkehr ziehen? Nichts ist schlechter für die diplomatischen Beziehungen als die Ermordung eines Botschafters, oder? Ich kümmere mich um ihn. Der Botschafter trifft sich in der Nähe des Place de Vosges mit dem deutschen Vertreter. Am Boden sind die Sicherheitsvorkehrungen beträchtlich, aber auf den Dächern dürfte sie niemand stören. Klingt, als bräuchte ich eine Fernwaffe. Ist bereits alles arrangiert. Einer meiner Männer erwartet sie in einer verlassenen Chemiefabrik in der Nähe des Ziels. Er hat ein kleines Geschenk für sie. Ich kann's kaum erwarten, es auszupacken. Danke. Der Haken meint, Sie hätten was für mich. Es ist da drüben. Hab ich selbst entworfen. Tödlich wie ein Skorpion. Und sein Stachel knipst einem Mann aus 500 Metern Entfernung das Licht aus. Klingt nach meiner Ex-Freundin. Der Botschafter ist ziemlich paranoid. Angeblich hat er ein Double. Was? Ein Doppelgänger? Ui, vielleicht auch mehrere. Aber der echte Botschafter trägt eine rote Armbinde. Geschenk des Kanzlers. Ich könnte sie ja beide umlegen. Sicher ist sicher. Ich könnte sie ja alle umlegen. Sicher ist sicher. Was zum Teufel soll diese Scheiße? Der Bastard muss einen Doppelgänger haben. Oder zwei. Da unten ist eine verdammte Versammlung. Am Strand. Ist das Seetang an deinem Kragen? Ich hatte ein bisschen Heimweh. Wollte eigentlich nach Irland schwimmen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich dir was sagen muss. Was denn? Du bist ein tolles Mädchen, Veronique. Hast mehr Mumm als so mancher Kerl, ehrlich. Und du bist alt genug, dass du deinen eigenen Kopf hast. So, das wollte ich dir sagen. Soll das eine Entschuldigung sein? Kann man sagen. Das ist wirklich ein seltenes Vergnügen, ma petite. Ich habe diese Flasche für einen speziellen Anlass. Sean, ich wusste nicht, dass Sie zurück sind. Tja, gerade rechtzeitig zur Happy Hour. Oder hatten Sie ein anderes, seltenes Vergnügen im Sinn? Ich fürchte, wir haben nicht genügend Gläser. Ich hole noch eines. Das ist dann wohl unsere Kriegsbeute, hä? Der Kampf scheint gut zu laufen. Der Widerstand wird von Tag zu Tag stärker. Gestern Nacht hat uns eine Zelle aus dem Westen der Stadt kontaktiert. Sie wollen zu uns stoßen. Trauen Sie den Leuten? Noch nicht. Aber wir müssen die Chance nutzen, ein Bündnis zu schließen. Ich hatte gehofft, dass Sie sich der Sache annehmen. Klar, Sie können hier nicht weg. Um in den westlichen Teil der Stadt zu kommen, müssen Sie mehrere Kontrollpunkte passieren. Mein Gesicht kennen die Deutschen. Veronique hat angeboten, in meine Wohnung zu gehen. Kann ich mir vorstellen. Trotzdem werde ich gehen. Ich brauche Transitpapiere. Santos kann gefälschte Reisedokumente besorgen. Ich bin sicher, Ihnen fällt etwas ein. Sagen Sie, Veronique, ich habe einen Drink bei ihr gut. Ich bringe es zurück, versprochen. Dios mio! Lazarus ist von den Toten auferstanden. Meine Freundin Le Havre hat mir von ihrem Ballonabenteuer erzählt. Sie müssen halb Vogel, halb Fisch sein, sonst stünden Sie jetzt nicht hier. Was ist mit meinem Glück? Keiner hat so viel Glück. Meine Freunde sagen, Sie könnten gefälschte Reisepapiere besorgen. Ah, der Held von La Villette lässt Sie also immer noch Botengänge erledigen? Warum erledigen Sie nicht auch noch seine Wäsche? Noch so ein Spruch und ich verpasse Ihnen eine neue Kauleiste. Tranquilo, amigo. Hören Sie, Lux sagte schon, dass Sie kommen würden. Ihre Papiere liegen für Sie bereit. Qualitätsarbeit. Geht auf Lux Rechnung. Ihr Iren habt einen köstlichen Humor. Ich bin Geschäftsmann. Sie wollen mit mir reden? Gut, übers Geschäft. Mann, Santos, sagen Sie mir einfach, was Sie wollen. Ah, das klingt schon besser. Sehen Sie, ich kann keine Konkurrenz dulden. Warum sollten die deutschen Soldaten bei mir Zigaretten und Schnaps kaufen, wenn sie beides von der Armee billiger kriegen? Vielleicht sollten sie sich als Clown verkleiden und zu jeder Schachtel Zigaretten einen Ballon spendieren. Vielleicht sollte ich einen verrückten Iren anheuern, der deutsche Versorgungslaster in die Luft jagt. Das würde auch gehen. Ein deutscher Nachschubkonvoi ist nicht weit von hier liegen geblieben. Die Laster sitzen buchstäblich auf dem Präsentierteller. Wird erledigt. Hauptsache, Sie haben die Papiere fertig, wenn ich wiederkomme. Claro que sí. Bis bald.
Da liegt eine Menge Benzin rum. Mit einer Verkleidung und etwas Sprengstoff könnte ich den ganzen Laden hochjagen. Viele Wege führen nach Rom. Ihre Konkurrenz war stockbesoffen. Diese Versorgungslaster machen keinen Ärger mehr. Geschäfte erlauben alles, sogar einen Krieg, oder? Unter uns, manchmal kann ich selbst den Unterschied nicht. Ich will jetzt diese Papiere haben. Ah ja, die Papiere. Ich fürchte nur, wir haben ein winziges Problem. Nur eine Kleinigkeit, nichts, was ich mit Geld nicht regeln ließe. Was soll die Scheiße? Wir waren uns einig. Ja, schon, aber die Preise für gefälschte Papiere sind gestiegen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Zu viele Regeln, zu viele Soldaten mit Gewehren. Nicht billig. Meine Geduld hat ihre Grenzen, Santos. Sagen Sie mir endlich, was diese Papiere kosten. Und wenn mir der Preis nicht zusagt, schicke ich sie zum Schwimmen. Als Fischfutter. Eieiei. Besorgen Sie einfach das Geld und lassen Sie Dampf ab, Ihre. Ist nicht gesund, wenn man seine Aggressionen aufstaut. Sehen Sie, das war doch gar nicht so schwer, oder? Ihre neuen Reisepapiere. Zeigen Sie die einfach am deutschen Kontrollpunkt vor. Ich hoffe, das ist der echte McCoy. Warum sollte ich Sie ins Messer laufen lassen, Ihre? Sie sind mein bester Kunde. J'ai un message pour toi. Tausend Dank, Mann. Ich hoffe, dass Sie diese Nachricht erreicht, mein Sohn. Ich muss in einer Angelegenheit von größter Wichtigkeit mit Ihnen reden. Bitte kommen Sie zur unten angegebenen Adresse. Vater Dennis. Hallo, Padre. Ich hätte an einem Ort wie diesem keinen Mann der Kirche erwartet. Das war ich einmal. Ich bin Vater Dennis. Oder zumindest war ich es. Ich wurde exkommuniziert, weil ich gegen die Verbrechen der Deutschen gepredigt habe. Die Kirche schweigt. Aber ich konnte die Augen nicht vor dem verschließen, was ich gesehen habe. Gott segne Sie, Padre. Gott wird Sie belohnen. Egal, ob Sie diesen Kragen nun tragen oder nicht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielleicht. Ich bin zwar kein geweihter Priester mehr, aber die Leute kommen trotzdem zu mir, um zu beichten. Einer dieser Leute ist ein Spitzel der Geheimpolizei. Seine Beschuldigungen haben hunderte Unschuldige in die Arme deutscher Folterknechte getrieben. Und dieser elende Bastard wagt es, damit zur Beichte zu gehen? Er kommt jede Woche, um mich um Vergebung für seine Sünden zu bitten. Aber ich kann sie ihm nicht mehr gewähren. Wo finde ich diesen Mistkerl? Ich werde später vor meiner ehemaligen Kirche einen Gottesdienst feiern. Auf dem Dach ist ein Vorsprung, von dem Sie alle Anwesenden im Blick haben müssten. Sobald der Mann meinen Segen erbittet, gebe ich Ihnen ein Zeichen. Was soll ich dann tun, Vater? Ist das nicht klar, mein Sohn? Im Namen von allem, was Ihnen eilig ist, töten Sie das Schwein! Das war großartig! Möge er uns, die wir am Leben sind, vergeben und alle Gefallenen in sein ewiges Licht führen. Möge er uns, die wir am Leben sind, vergeben und alle Gefallenen in sein ewiges Licht führen. Uns mögen die Sünder unter uns Buße tun oder sich dem Richtschwert des Herrn stellen. Ich hoffe, er gibt dir die letzte Ölung, Arschloch. Ruhe in Frieden, Schweinebacke. Moment, ich weiß, wer Sie sind. Ihre gehört mir. Köpfe einziehen! Das ist gleich, die nicht entkommen! Doch zeig mir an! Ich treibe ihn zurück!
Ich muss die Augen offen halten. Die Jungs passen auf die Schießhunde. Der Tabak in Afrika war besser. Der Tod dieses Spitzels hat viele Menschenleben gerettet. Meine Schäflein sind Ihnen dafür mehr als dankbar. Ein Mann, der seine Nachbarn an die Geheimpolizei verkauft, verdient den Tod. Vor einem Jahr hätte ich Ihnen noch widersprochen. Aber mittlerweile haben meine alten Augen schon zu viel gesehen. Wie geht's weiter, Vater? Ich sprach mit dem Offizier, der den Mann rekrutiert hat, den Sie erschossen haben. Was? Warum? Ich habe behauptet, ich hätte Informationen über gewisse unerwünschte Personen in meinem Viertel. Eine Liste mit Namen und Verstecken. Ich habe angeboten, sie in sein Büro zu bringen. Aber Sie haben vor, ihm ein ganz anderes Geschenk zu überreichen, nicht wahr, Vater? In der Tat. Ich habe gehört, Sie waren früher Rennfahrer? Ja, und Mechaniker. Ich brauche einen Fahrer. Jemanden, der sich hier auskennt und keine Angst vor den Deutschen hat. Dann sind Sie bei mir goldrichtig, Vater. Bin dabei. Wir brauchen ein Auto. Je schneller, desto besser. Dann kommen Sie. Ich besorge uns eins. Die Jagd ist eröffnet. Haben Sie Angst? Die könnten Sie nicht reinlassen. Diese Leute halten mich für einen Dummkopf. Einen Säufer, der Sie für etwas Wein mit Informationen versorgt. Sie werden sich nicht mal die Mühe machen, mich zu durchsuchen. So oder so, ich werde Sie zur Hölle schicken. Sie sind ein mutiger Mann, Vater. Das muss ich Ihnen lassen. Danke, mein Sohn. Was wollen Sie hier? Ich bringe dem Kommandeur die gewünschte Liste der Flüchtlinge. Na, dann beten Sie schon mal ein paar Vaterunser, Priester. Gehen Sie rein. Ohne Zigaretten wäre ich schon durchgedreht. Warten Sie hier auf mich. Ich brauche nicht lang. Viel Glück, Vater. Schon. Fahren Sie wie der Teufel! Festhalten, Vater! Er wird fliehen! Ah! Vergib ihm! Er weiß nicht, was er tut. Ich spüre das große Schmerz. Ihr Herz verdunkelt, Sean. Sie wissen, dass ich immer für Sie da bin. Soll ich Ihnen die Beichte abnehmen? Nein, danke, Vater. Mein Schmerz ist keine Bürde. Es ist das Feuer, das mich wärmt. Psst. Un message pour toi. Okay, ab mit dir. Mein Sohn. Wir können nicht länger untätig herumsitzen, während der Teufel durch unsere Stadt marschiert. Es geht um göttliche Gerechtigkeit, Vater Dennis. Sean, gut, dass Sie gekommen sind. Was ist passiert, Padre? Der Offizier der Geheimpolizei, den ich treffen wollte, war nicht in seinem Büro, als die Bombe explodierte. Er hat überlebt. Weiß er, dass Sie die Bombe deponiert haben? Nein. Der Dummkopf käme nie auf die Idee, dass ein alter Priester seine Finger im Spiel haben könnte. Er ist zu sehr von meiner Unschuld überzeugt, dass er mich spart, seine Trauung vorzunehmen. Ah, heilige Verzeihung, Vater. Aber welche Frau würde denn so einen Kerl heiraten? Eine junge Französin. Fast noch ein Kind. Er hat gedroht, ihre Familie zu deportieren, wenn sie seinen Antrag nicht annimmt. Also nicht die wahre Liebe, was? Wir tun der Braut und ihrer Familie einen Gefallen. Wie das? Indem wir den Bräutigam und seine Trauzeugen töten. Auf einer Hochzeit? Ist das nicht ein bisschen gewagt? Die Wege des Herrn sind unergründlich, mein Sohn. Was sagen Sie dazu? Amen, Vater. Nach dir. Flugschema Alpha. Ich muss genau zielen. Ich darf keine Zivilisten verletzen. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn jemand etwas gegen diese Verbindung hat, so spreche er jetzt.
Wenn jemand etwas gegen diese Verbindung hat, so spreche er jetzt. Oder möge für immer schweigen. Und? Irgendjemand? Also gut. Kraft des mir verliehenen Amtes. Das sollten wir lieber rüberspringen. Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zum Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen, wenn es unbedingt sein muss. Ach, ich hält euch erschütze. Betrachte das als Scheidung. Gehen Sie jetzt, mein Sohn! Der Herr wacht über mich, aber Sie sind auf sich gestellt! Oyerbe, c'est pour toi. Tausend Dank, Mann. Wir müssen reden, Ihre. Von Soldat zu Soldat suchen Sie mich auf. Le Crochet. Mein Fehler. Die Wüstenclans waren über die Ermordung ihres Botschafters erbost. Sie weigerten sich, den Deutschen bei der Jagd auf die französischen Deserteure zu helfen. Ist keine große Sache. Aber es bringt die Alliierten dem Sieg einen Schritt näher. Die Alliierten? Von denen habe ich hier noch nicht viele gesehen. Wir sind ziemlich weit von der Front entfernt, Ihre, aber wir führen alle denselben Krieg. In diesem Moment dockt ein Luftschiff am deutschen Versorgungslager im Palais Royal an, um das Afrikakorps mit dringend benötigtem Nachschub zu versorgen. Ein Luftschiff? Die sind wohl ziemlich verzweifelt. Dann stellen Sie sich mal vor, wie Sie sich fühlen, wenn wir Ihren verfluchten Zeppelin mitsamt Ihren Benzin- und Munitionsvorräten zerstören. Die Menschen hier haben genug von den Deutschen. Im Viertel gärt es bereits. Ein Funke genügt, um den Brand auszulösen. Dann geben wir ihn doch einen Funken. Reinlichkeit ist die oberste Bürgerpflicht. Mangelnde Körperhygiene wird nicht toleriert. Der Wichser schießt auf mich! Ah, c'était pas une simple attaque. Ils veulent juste faire grimper les prix. Okay, danke. Die Legion steht in ihrer Schuld, Devlin. Sie haben unsere Freiheit mit ihrem Blut bezahlt und wir bedanken uns mit unserer Freundschaft. J'ai un message pour toi. Okay, ab mit dir. Sean, wo warst du? Ich habe dich in der ganzen Stadt gesucht. Falls du in Paris bist, komm in die Werkstatt hinter dem Belle de Nuit. Ich habe interessante Informationen. Vitor. Du hast dich verändert, seit ich dich zum ersten Mal sah. Als ich hörte, dass du zurück bist, habe ich gebetet, dass deine Vendetta vorbei ist. Deine Augen sagen was anderes. Dirka lebt noch. Na und? Würdest du dein Leben für seins opfern? Ja, mit Freuden. Dann bist du ein Narr. Nur Totengräber profitieren von solchem Wahnsinn. Das bin ich Jules schuldig. Sie werden für alles bezahlen. Hier geht's nicht um Jules. Hast du schon vergessen, warum du aus Irland fliehen musstest? Schon vergessen, was deinem Vater passiert ist? Du müsstest den Preis der Rache doch am besten kennen. Wie viel sie die Menschen kostet, die wir lieben. Ich hab dich bei mir aufgenommen. Ich gab dir ein besseres Leben. Du hast kein Recht, das alles wegzuwerfen. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich habe mich entschieden. Tut mir leid, Vittore. Du wirst damit leben müssen. Wo wollen Sie hin? Papiere! Ich muss Ihre Papiere überprüfen. Sofort stehen bleiben. Papiere! Okay, dann mal los. Ich überbringe eine Nachricht von Luc Audin. Sparen Sie sich die Mühe. Ich kenne Sie nicht und ich mache keine Geschäfte mit Fremden. Sie könnten genauso gut für die Geheimpolizei arbeiten. Nein, aber ich bin sicher, dass Sie gerne mit mir plaudern würden. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, müssen Sie beweisen, dass ich Ihnen trauen kann. Alles klar. Was muss ich tun, um Ihre Leute davon zu überzeugen, dass Luc und ich sauber sind? Verzeihen Sie, junger Mann. Spricht man so mit einer Dame? Wie war doch gleich Ihr Name? Sean Devlin. Bitte entschuldigen Sie, Madame. Und ich bin Margot Bonner.
Ich habe von Ihnen gehört, Ihre. Sagen Sie, sind die Geschichten wahr? Kommt darauf an, wer sie erzählt. Die Deutschen erzählen sie, Monsieur Devlin. Die örtlichen Behörden haben großes Interesse für ihre Aktivitäten. Woher wissen Sie das? Einer meiner Leute hat die Telefone im Hauptquartier der Geheimpolizei angezapft. Muss ja ein cleverer Kerl sein. In der Tat. Josef Bremen war einer unserer besten Agenten. Gestern wurde er verhaftet. Ich fürchte, er bricht unter dem Verhör zusammen. Er ist kein tapferer Mann. Was, wenn ich mich um diesen Bremen kümmere? Würde das Ihre Zweifel an mir und meinen Freunden zerstreuen? Ja, aber das wird nicht einfach. Bremen wird streng bewacht. Sie müssen die Bewacher ablenken. Mit Sprengstoff vielleicht. Ja, oder mit einer Verkleidung. Ja, mit der richtigen Uniform könnten Sie Josef einfach aus seiner Zelle holen. Aber sobald die Wachen Lunte riechen, töten sie euch beide. Keine Sorge, Ma'am. Ich bringe Ihren Jungen nach Hause. Reinlichkeit ist die oberste Bürgerpflicht. Mangelnde Körperhygiene wird nicht toleriert. Halt! Sperrgebiet! Gehen Sie woanders lang! Halt! Sperrgebiet! Gehen Sie woanders lang! Immer her zu mir! Ich bin bereit! Unsere tapferen Soldaten haben in Nordafrika einen wichtigen Sieg errungen. Das Ende dieses Krieges ist damit vom Greifen nah. Je rentre juste chez moi, monsieur. Da ist unser Mann. Ja, ja, ja. Wer sind Sie? Margot schickt mich. Bleiben Sie in meiner Nähe und ziehen Sie den Kopf ein. Ruhig, Bremen, es geht los. Also, warum arbeitet ein Deutscher wie Sie gegen Ihre eigenen Leute? Das sind nicht meine Leute. Seit der Machtübernahme kommt das Blut in meinen Adern einem Todesurteil gleich. Wie sind Sie in die Sache reingeraten? Ich habe in Heidelberg Radiotechnik studiert. Meine Familie ist nach der Machtübernahme geflohen. Jetzt bin ich hier. Und haben Sie sich dem Widerstand angeschlossen? Das schien mir das einzig Vernünftige zu sein. Vernünftig? Das ist gut. Wir sind Heimatlose, Sie und ich. Aber wir haben immer noch eine Seele, oder? Würden Sie das sagen? Ihre Reisepapiere? Ja, alles in Ordnung. Wiedersehen. Es wurde aber auch Zeit. Ah, Monsieur Devlin. Gut, dass Sie kommen konnten. Was kann ich für Sie tun, Madame Bonaire? Sie sind ein junger Mann und ich bin eine alte Frau. Also lassen Sie mich Ihnen erklären, wie die Welt funktioniert. Bin ganz Ohr. Kriege werden nicht nur mit Kugeln und Bomben geführt, Monsieur. Um eine Gesellschaft zu brechen, muss man zuerst ihre Kultur zerstören. Kunst und Literatur sind in diesem Fall sehr mächtige Waffen. Niemand weiß das besser als die Deutschen. Ich verstehe nicht recht. Vor der Besetzung war ich Restaurateurin im Louvre. Ich musste mit ansehen, wie die Deutschen unsere Kunstschätze plünderten und vor unseren Augen auf unser kulturelles Erbe spuckten. Da draußen sterben Menschen, Mann. Was ist so verdammt wichtig an ein paar Gemälden? Spielen Sie nicht den Idioten, Devlin. Unsere Kultur ist die Seele des französischen Volkes. Ohne sie wird diese Nation nicht überleben. Was soll ich dagegen unternehmen? Der deutsche General Loder hat in Paris mehrere Bücherverbrennungen organisiert. Tausende Werke von unschätzbarem Wert wurden bereits zerstört. Ich möchte, dass Sie dieser Barbarei ein Ende setzen. Wie denn? Soll ich eine Karikatur des Generals zeichnen? Eine Kugel in den Kopf müsste reichen. General Loder verdient es, glauben Sie mir. Guten Tag, Monsieur Devlin. Heilige die verderbte Scheiße. Kultur Margot dieser dekadenten Nation, der vom Feuer fährt. Der Reinheit geläutert werden. Im neuen paneuropäischen Vaterland ist kein Platz für jedweden abartigen Intellektualismus. Sie nennen es Kunst. Ha! Nichts als Abfall, Perversionen und Lügen. Wir werden diese sogenannte Kunst nicht mehr dulden. Die verderbte Kultur dieser dekadenten Nation wird vom Feuer der Reinheit geläutert werden. Der Tabak in Afrika war besser. Er macht keinen Ärger mehr.
Un message pour toi. Okay, ab mit dir. Ein Kerl namens Horst organisiert in der Stadt ein illegales Straßenrennen. Ich dachte, das könnte dich interessieren. Skylar. Sie kommen mir bekannt vor, Junge. Haben wir uns schon mal gesehen? Ich? Nein, ich war noch nicht in Deutschland. Sie sehen aus wie dieser Ire, den ich beim großen Preis gesehen habe. Der Junge hatte Talent. Vielleicht sogar genug, um zu gewinnen. Ich hätte den verdammten Pokal gewonnen. Ich meine, wenn ich das gewesen wäre. War ich aber nicht. Natürlich nicht, Junge. Aber dieser Dirker ist ein verfluchter Mitläufer, hat kein Rückgrat. Leute wie er sind schlecht für den Ruf meines Landes. Amen. Sie organisieren also ein Rennen durch die Stadt. Wir sehen uns an der Startlinie, Junge. Mal sehen, ob Sie immer noch das Zeug zum Sieger haben. Ohne meine Glimmstängel wäre ich echt am Arsch. Sie sind gar nicht übel. Ganz und gar nicht. Psst. Un message pour toi. Okay, danke. Sean, ich habe dich ein paar Freunden empfohlen, die vor der Stadt Rennen veranstalten. Wenn du mal wieder auf dem Land bist, solltest du bei ihnen vorbeischauen. Sie erwarten dich bereits. Vitor. Wir sind hier nicht scharf auf Ausländer. Alles klar. Ich mag keine krautfressenden Schwuchteln. Bitte? Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, sondern fürs Rennen. Sie haben eine große Klappe, aber können Sie auch fahren? Finden wir es raus. Das werden wir. Fahren Sie zur Startlinie, wenn Sie startbereit sind. Nichts für ungut. Wer muss schließlich verlieren? Knobelbecher auf der Suche nach Streit. Papiere! Sofort! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Vielen Dank, Sie dürfen passieren. Besten Dank. Das gibt's ja nicht. Er ist zurück. Ich sagte doch, dass Ihnen das blöde Lachen noch vergeht. Tja, nachdem Sie sich immer noch nicht umgebracht haben, wie wär's mit einem neuen Job? Oh, ich gebe nie auf, wenn ich führe. Und im Moment habe ich eine echte Glückssträhne. Das werden wir ja sehen. Die Deutschen haben sich in einer alten Chemiefabrik am Fluss eingenistet. Der alte Mann wittert Unrat, genau wie ich. Welche Art Unrat? Chemiewaffen, Nervengas. Diese deutschen Bastarde schrecken vor nichts zurück. Es gibt keine Waffe, die ihnen zu brutal oder zu feige wäre. Ihr Briten würdet so etwas natürlich nie tun. Natürlich nicht. Uns wär's lieber, wenn Mord eine persönliche Sache bliebe. Außer in Kriegszeiten natürlich. Krieg ist nichts als Mord im großen Stil. Ob man einen tötet oder tausend. Betrachtet man das große Ganze, macht das keinen Unterschied. Das sehen die Opfer vermutlich ein bisschen anders. Da könnten Sie recht haben, mein Freund. Aber philosophieren können wir nach Ihrer Rückkehr, falls Sie zurückkommen. 100 pro. Einbrecher! Deutschland! Schlag den Bastard! Scheiße, die Scheiße! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Sie haben meinen geliebten Renoir und noch viele andere. Nur die Ruhe, jetzt machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Wann haben Sie diesen Renoir zum letzten Mal gesehen? Er ist seit 30 Jahren tot. Dann ist das hier ja wohl kein Notfall, oder? Müssen Sie immer auf meinen Nerven rumtrampeln? Die Deutschen haben aus vielen Museen im ganzen Land alte Meister gestohlen. Ah, der Kulturkrieg. Habe ich recht? Der Verantwortliche ist ein Ministerialrat namens Böckmann. Ich will ihn einmachen. Einmachen? In einem Sarg. Nicht mal seine eigene Frau soll ihn erkennen. Sollten Sie nicht in der Küche stehen und Kekse oder so backen? Ich meine, nette alte Damen sollten nicht in solche Sachen verwickelt werden. Das passt irgendwie nicht. Sparen Sie sich diese chauvinistische Scheiße. Böckmann wird mit seiner kugelsicheren Limousine am Grand Palais vorbeifahren. Sie werden schwere Waffen brauchen, um die Panzerung zu knacken. Aber das dürfte jemanden wie Sie ja nicht stören. Ja, Ma'am. Außenposten 5. Bestätige alles sicher. Gauner nähert sich der Ecke. Ja, zu dumm, dass ich im Deutschunterricht immer eingeschlafen bin. Okay, da kommt unser Kunde. Abbruch! Heckenschütze! Schaff den General hier raus, schnell!
Sie machen Ihrem Ruf alle Ehre, Monsieur Devlin. Sie haben diese Barbaren das Fürchten gelehrt. Es muss schwierig sein, die Schätze eines Landes zu plündern, wenn man sich ständig umsieht. Man möchte meinen, es wäre schwierig, Europa zu unterwerfen mit einem Verrückten am Ruder. Aber trotzdem hat es dieser Irre in Berlin geschafft. Die Deutschen haben zwar unser Land erobert, aber nicht die Herzen und Seelen der Menschen. Wenn erst die Musik der Befreiung im Land ertönt, wird der Traum von Freiheit wieder erwachen. Haben Sie wieder Ihre Pillen abgesetzt, Oma? Die Deutschen haben den Louvre als Bühne missbraucht, um in der ganzen Stadt ihre Propaganda zu verbreiten. Wollen Sie, dass ich den Turm zerstöre? Wir haben genug von dieser Propaganda gehört, die unsere Luft verpestet. Es wird Zeit, dass wir andere Töne anschlagen, finden Sie nicht? Ich kann Ihnen nur zustimmen, Madam. Wird Zeit, dass denen jemand in den Arsch tritt. Oh, da hat wohl jemand seinen Panzer vergessen. Sie hätten Paris vor... Wer sind die? Freunde. Renard und seine Männer. Sie sind vor 2 Tagen verschwunden. Heute Morgen haben wir sie gefunden. Was ist passiert? Sie haben sich auf eine Mission vorbereitet. Renard wurde mit den Taschen voller Zünder erwischt. Er war ein harter Hund. Aber die haben ihn gefoltert, bis er auch die anderen verraten hat. Dieser blonde Schlechter hat ihn geäutet wie ein Tier. Wie war das? Der neue Chef der Staatssicherheit. Ein deutscher Oberst. War vor dem Krieg so eine Art, Rennfahrer. Dirker. So heißt er. Das ist seine Botschaft an die Resistance. Was war Renards Ziel? Das Geschütz am Élysée-Theater. Es ist in diesem Teil der Stadt ein Machtsymbol der Deutschen. Macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Immer wenn es feuert, schwindet in Paris die Hoffnung. Dann müssen wir den Parisern wohl einen Grund zum Feiern geben. Ich dachte mir, dass Sie das so sehen. Reden Sie mit Bryman. Devlin! Schön, Sie zu sehen, mein Freund. Gleichfalls. Was liegt an? Die Deutschen haben eins unserer sicheren Häuser auf dem Land entdeckt. Wir verstecken dort Frauen und Kinder vor der Geheimpolizei. Sie füttern das Belagerungsgeschütz gerade mit den Koordinaten des Hauses. Können Sie sie warnen? Nein, keine Zeit dazu. Dann müssen wir uns eben beeilen. Nehmen Sie die. Sie werden einen starken Sprengsatz brauchen, um das Geschütz zu zerstören. Treten Sie in die Partei ein und führen Sie die Welt in eine bessere Zukunft. Achtung, Achtung! Bereitschaftsprotokoll wird erstellt. Zehn Minuten bis zum Abschuss. Kalibrierung der Bahnkurve läuft. 9 Minuten bis zum Abschuss. Noch 8 Minuten. Abschlussprüfung des Rückstoßsystems initialisiert. Die Typen, die bringen mich nicht in Schwitzen. Ich muss den Techniker erledigen, bevor er den Abzug drückt. 6 Minuten bis zum Abschuss. Prüfung des Rückstoßsystems abgeschlossen. Hydraulikpumpen aktiviert. 5 Minuten. Hydraulik arbeitet mit maximaler Kapazität. Vier Minuten bis zum Abschuss. Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit kalibriert. 3 Minuten bis zum Abschuss. Noch 1 Minute. Verlassen Sie den Waffenbereich. Das hat mir Zeit verschafft. Ein Message pour toi. Tausend Dank, Mann. Mr. Devlin, ich war sehr enttäuscht, als ich hörte, dass Kurt Dirker noch immer unter uns weilt. Gleichzeitig war ich erleichtert, dass Sie selbst wohlauf sind. Ich bin in Paris, um mit Ihnen über den barbarischen Mord an Jules Rousseau zu reden. Bitte melden Sie sich persönlich. Bishop.
Devlin, in Ihrem Alter war ich genau... Wo ist Skylar? Miss Sinclair ist geschäftlich unterwegs. Sie lässt Sie schön grüßen. Also gut. Ich kann Sie nicht leiden. Und ich traue Ihnen nicht. Ich bin nur wegen Ihrer Geschichte über Jules hier. Falls das einer Ihrer Tricks ist, werden wir rausfinden, wie blau Ihr Blut tatsächlich ist. Ich muss gestehen, ich finde Ihre Offenheit sehr erfrischend, Mr. Devlin. In meiner Branche ist Ehrlichkeit eine seltene Tugend. Mein Kapital sind Geheimnisse. Ihr Freund Jules musste sterben, um ein wichtiges Geheimnis zu wahren. Wussten Sie das? Dirk dachte, wir arbeiten für Sie. Vielleicht. Aber Jules musste so oder so sterben. Er hatte zu viel gesehen. Genau wie Sie. Die Doppelsiegwerke. Was geht da oben wirklich vor sich? Sagt Ihnen das Konzept der Kernspaltung was? Ich spalte nur Holz, keine Kerne. Das wird die Kerle bestimmt freuen, aber im Ernst. Die Deutschen haben ihren Freund Jules getötet, um gewisse Pläne zu beschützen. Pläne, die für die deutschen Kriegsbemühungen entscheidend sind. Ich will diese Pläne durchkreuzen und die Männer im Hintergrund ausschalten. Wie wär's, Mr. Devlin? Bereit für ein neues Spiel? Okay. Worum geht's diesmal? Miss Sinclair wird in Kürze zurück sein und Ihnen alles Weitere erklären. Wenn Sie das schaffen, verleihen die Ihnen das Victoria-Kreuz. Oh, ist das eine Art Medaille? Das Victoria-Kreuz ist die höchste Ehrung meiner Regierung. Dann weiß ich, womit ich mir den Arsch abwischen kann. Das schreit nach einem Scotch. Jetzt verstehen wir uns. Cheers. Wir hätten ein Hotelzimmer nehmen sollen. Böser Junge. Normalerweise trenne ich Arbeit und Vergnügen, aber manchmal geht's nicht anders. Ich dachte schon, du wärst tot. Nicht ganz, aber diese Bastarde gaben sich alle Mühe. Wenn das hier kein Date ist, worum geht es? Du musst uns helfen, einen Mann aus einem Zug zu entführen und den Zug über eine Klippe fahren. Klingt witzig. Schon mal eine Brücke gesprengt? Noch nicht, aber ich lerne schnell. Wer ist der Kunde? Dr. Klaus Kessler, Chefingenieur des geheimen Atomwaffenprogramms der Deutschen, Codename Valhalla. Das Geheimnis, für das Jules starb. Als ihr geschnappt wurdet, standet ihr praktisch auf Kesslers Labor. Verdammtes Pech, armer Jules. Verdammtes Pech für die Crowds. Also was wird das hier? Entführung? Ein Überläufer. Dr. Kessler will die Seiten wechseln. Aber bevor die Deutschen das zulassen, töten sie ihn. Sie sollen also denken, dass er schon tot ist. Bingo. Wenn wir den Zug zerstören, werden die Deutschen annehmen, Kessler wurde ermordet. Bis sie merken, was wirklich passiert ist, ist Kessler längst in London und arbeitet für uns. Raffiniert. Das ist Bishops Stil. Zuerst müssen wir die Brücke mit Sprengladungen versehen. Das Tragen überlasse ich dir. Sag nicht, du willst dich nicht schmutzig machen. Nicht doch, Sean. Ich sehe dich einfach gerne schwitzen. Papiere, passt sofort! Haben Sie Reisepapiere? Herzeigen. Sofort stehen bleiben. Papiere. Bring die Sprengsätze an den Schwachstellen unter der Brücke an. Und wie zünde ich sie? Die letzte Ladung kommt auf die Gleise. Sie zündet die anderen, wenn der Zug sie auslöst. Ziemlich brillant. Bin gleich wieder da. Einige der Stützen hatten schon bessere Zeiten. Da kommt das Empfangskomitee. Perfekt. Das hätten wir. Die wollen einen Kampf? Den können sie haben. Kamerad am Boden! Wie wär's? Hier. Jetzt noch ein auf die Gleise. So, das hätten wir. Wilcox wartet am Bahnhof auf uns. Wir müssen uns beeilen. Wenn Kessler die goldene Gans der Crowds ist, warum schicken Sie ihn dann nach Frankreich? Er soll das Pariser Zyklotron für militärische Zwecke umbauen. Hatten Sie sonst niemanden? Doch. Der erste Techniker, den Sie schickten, starb plötzlich im Schlaf. Woher weißt du das? Ich lag zufällig neben ihm. Ich dachte, du trennst Arbeit und Vergnügen. Sein Vergnügen. Meine Arbeit. Dann erledigst du jetzt für Bishop die Drecksarbeit? Wir sind bereit, mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Deutschen eine Atombombe bauen. Verstehe. Verleihen Sie dafür Medaillen? Sei kein Arschloch. Wilcox ist da drüben.
Wie sieht's aus? Der Zug wird in Kürze eintreffen. Das Ziel ist ein Zivilfahrzeug in der Nähe der Lokomotive. Und der Funksender? Im Begleitwagen. Wenn du an Bord bist, musst du die Kommunikation lahmlegen. Scheiße. Langsam wird's kompliziert. Ich werde in der Nähe der Brücke auf euch warten. Egal was passiert, sorg dafür, dass der Zug den Fluss erreicht. Sean, wenn was schief geht, wenn du Kessler nicht befreien kannst, leg ihn um. Sag Bishop, er kann mich mal. Ich hol euren Mann raus, aber ich bin kein verdammter Killer. Und jetzt entschuldige mich, sonst verpasse ich meinen Zug. Sag schon, was brauchst du? Egal was passiert, sorg dafür, dass der Zug den Fluss erreicht. Sean. Ja, schon verstanden. Der Zug, sag schon, was brauchst du? Egal was passiert. Ich hab genug gehört. Das war's. Jetzt brauchen wir nur noch den Doktor. Hübsches Plätzchen. Die Nachbarn aber weniger fürchterlich. Und jetzt zu Kessler. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Sind Sie Kessler? Schickt Bishop Sie? Arbeiten Sie allein? Ja. Tut mir leid, das zu hören. Dr. Kessler. Ja. Haben Sie einen Pass dabei? Ja. Stecken Sie ihn in seine Tasche. Verschwinden wir! Nein! Bitte! Nicht! Nach dir. Gute Arbeit. Dr. Kessler, nehme ich an? Freut mich, Sie kennenzulernen. Eine mutige Entscheidung von Ihnen. Eines Tages wird Ihnen sogar Ihr eigenes Land danken. Ich mache das nicht für mein Land. Oder Ihres. Hier wird's gleich von Deutschen wimmeln. Wir sollten schleunigst verschwinden. Sean, ich fürchte, es gab eine kleine Planänderung. Was ist passiert? Unser Rückflug wurde storniert. Wir müssen Kessler in der Stadt verstecken, bis wir einen anderen Weg gefunden haben, ihn außer Landes zu schaffen. Ich weiß wo. Ich fahre. Wie lange dauert's, bis die Deutschen merken, dass unser Mann nicht im Zug war? Es wird sicher fast eine Woche dauern, das Wrack zu durchsuchen und die Opfer zu identifizieren. Bis dahin sind wir weg. Ich fürchte, das ist unmöglich. Ohne Maria werde ich nirgendwo hingehen. Bitte? Meine Tochter, General Eckhart, hält sie irgendwo hier in Paris gefangen. Er hat gesagt, er würde sie freilassen, sobald ich mit dem Bau seiner Todesmaschinen fertig bin. Wenn er erfährt, was passiert ist, tötet er sie. Tut mir leid, Dr. Kessler, aber Ihre Tochter ist nicht Teil der Abmachung. Ich kümmere mich um sie, sobald sie außer Landes sind. Das war keine Bitte. Ohne Maria gibt es keine Abmachung. Bevor ich für Ihre Regierung Bomben baue, schlitze ich mir die Pulsadern auf. Hey, beruhigen Sie sich, Doktor. Wenn Ihre Tochter hier ist, finden wir sie. Also, wo fahren wir hin? Ich gebe dir einen Tipp. Wie magst du dein Steak? Blutig natürlich. Lädst du mich etwa zum Essen ein? Du hattest schon immer ein lausiges Timing. Vielleicht. Aber erst müssen wir zu einem Freund von mir. Er kann uns mit Dr. Kessler weiterhelfen. Und dein Freund ist Koch?
Er hält sich wohl für einen ziemlichen Renaissance-Menschen. Ich weiß zwar nicht, wie er kocht, aber er lebt in einem Schlachthaus. Du umgibst dich mit seltsamen Gestalten. Vielleicht solltest du dir mal andere Freunde suchen. Oh, das habe ich versucht. Aber die Durchschnittstypen wollen nichts mit mir zu tun haben. Die Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Okay, Doc. Wir sind fast da. Keine gute Idee, Fremde hierher zu bringen. Freunde, Sie müssen ein paar Tage untertauchen. Das ist kein Hotel. Oder ein Bordell. Oh, hast du etwa Heimweh, Schätzchen? Eine englische Adelige. Weiß Ihr Vater, dass Sie hier sind, Mädchen? Der hat nur seine Zimmermädchen im Sinn. Wir Sinclairs mögen's eben etwas derber. Ich bürge für Sie. Und Sie sollten auf Ihre Manieren achten. Sie hat Freunde, aber nicht die Art, mit dem man ein Bier trinkt. Was soll das heißen? Soll ich Ihnen aufschreiben, oder was? Sie ist eine britische Agentin. Warum sind Sie hergekommen? Sie haben die Lampe gerieben, Monsieur Godin. Und voilà, hier bin ich, um Ihre Herzenswünsche zu erfüllen. Sie kennen mich? Natürlich, wir wissen alles über Sie. Ich habe sogar Ihre Bücher gelesen. Meine Vorgesetzten in London sind Ihre größten Fans, Luke. Sie würden gern Ihre Hilfe anbieten. Hilfe? Inwiefern? Waffen, Medizin, Funkgeräte, was Sie brauchen. Im Austausch für Ihre Kooperation bei bestimmten verdeckten Operationen. Verzeihen Sie meine mangelnde Gastfreundschaft, Lady Sinclair. Kommen Sie, trinken wir ein Gläschen Wein. Wir haben offenbar einiges zu bereden. Ich muss rausfinden, was Veronique beschäftigt. Verzeihung. Irgendwas stimmt hier nicht. Vorwärts, Marsch! Mein Fehler. Die Neun hat's erwischt! Dich erkenne ich in jeder Verkleidung. Oh. Das hat ihn sicher geärgert. Das könnte eng werden. Ich muss die Augen offen halten. Die Jungs passen auf wie Schießhunde. Ich finde ihn. Er kann nicht weit sein. J'ai un message pour toi. Okay, ab mit dir. Ich wollte dir nur sagen, das Chateau, an dem du mit dem Zug vorbeigekommen bist, ist neuerdings ein hochrangiges Ziel des britischen Geheimdienstes. Wenn du es auseinandernimmst, hätte keiner was dagegen. Gruß, Skylar.
Sagen Sie Ihren Bossen, dass Sie sich über diese Chemiefabrik nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen. Sind Sie sicher, dass das Ziel neutralisiert wurde? Bis die Krauts alle Trümmer des Ladens eingesammelt haben, ist der Krieg längst vorbei. Also gut. Ich muss zugeben, ich habe überlegt, dem alten Mann sein Geld zurückzugeben. Hätten Sie Lust, den Deutschen nochmal in den Arsch zu treten? Wäre ein gutes Werk, wenn Sie es hinkriegen. Die Deutschen haben im Chateau Chambord eine Raketenbasis eingerichtet. Wir haben Luftaufnahmen von ballistischen Langstreckenraketen und modernen Stromgeneratoren. London hat einen direkten Angriff freigegeben. Mit offenem Visier. Diesmal geht es um alles. Ein schöner Tag für einen Ausflug aufs Land. Ich soll also nach Chambord fahren und mich unters Volk mischen. Ich werde beschossen! Ah! Man kann ihr nicht vertrauen. Wem? Skylar? Das sehe ich ähnlich. Ich habe nie verstanden, was du an ihr findest. Skylar und ich. Naja, das ist kompliziert. Ist es das, worüber du reden wolltest? Nein, natürlich nicht. Unser Freund Breimann hat den deutschen Funk abgehört. Er sagt, die ganze Stadt ist in Aufruhr. Wegen eines Wissenschaftlers, der seit einem Zugunglück vermisst wird. Was du nicht sagst. Es wird Zeit, dass du mir sagst, wo du da reingeraten bist. Es ist sicherer, wenn du es nicht weißt. Vertraust du mir nicht? Ja, und du musst mir vertrauen. Was macht die Revolution? Wir planen etwas ganz Besonderes. Etwas Großes. Erzählen Sie es mir einfach. Ihr Franzosen könnt doch sowieso nichts für euch behalten. Noch nicht. Bald. Erst müssen wir unsere Kräfte sammeln. Ich muss ein paar Freunde am Südufer des Flusses treffen. Dazu brauchen wir Transitpapiere. Und deshalb soll ich mit dem Spanier reden? Sie haben doch eine Vereinbarung, oder? Ja. Aber ich traue dem Mistkerl nicht. Reden Sie mit Santos, mein Freund. Kommen Sie mit den Papieren zurück. Sie waren fleißig, Ihre. Man hört ja so einiges. Sie sollten vorsichtiger sein. Es ist nicht ungefährlich, in Ihrem Beruf in aller Munde zu sein. Dasselbe könnte man von Schwarzhändlern sagen, die mit beiden Seiten Geschäfte machen. Ich bin Kapitalist. Mir ist scheißegal, wie Sie sich nennen. Ich brauche Transitpapiere für eine Operation südlich des Flusses. Verstehe. Und was führt Sie in diesen Teil unserer schönen Stadt? Das geht Sie nichts an. Sie kennen die Regeln, Ihre. Sie tun etwas für mich, dann helfe ich Ihnen. Sagen Sie schon, was Sie wollen. Ausgezeichnet! Ich habe Ihre neuen Papiere hier. Passen Sie da unten auf sich auf, Ihre. Das ist der gefährlichste Ort in unserer schönen Stadt. Ich habe die Transitpapiere. Also warum erzählen Sie mir nicht, worum es hier geht? Wir werden uns mit einem Mann namens Duval Mingo treffen. Er ist kein Patriot, aber er hasst die Deutschen. Und er befehligt die Rebellen am Südufer der Seine. Was ist so wichtig, dass Sie ein Treffen aller Rebellenführer der Stadt riskieren? Das tut jetzt nichts zur Sache. Im Moment kann ich Ihnen nur sagen, dass Sie eine entscheidende Rolle spielen. Schauen. Ich tappe nicht gern im Dunkeln, Luke. Dann begleiten Sie mich. Treffen wir uns mit diesem Mann Mingo. Danach sehen wir weiter. Wo fahren wir hin? Quartier Latin. Wir treffen uns am Jardin des Plantes mit Mingo. Tja, wie es aussieht, bin ich nicht der Einzige, der mit den Briten ins Bett geht. Was soll das denn heißen? Die bezaubernde Lady Sinclair ist eine kleine Exe, was? Veronique sagt, sie beide wären alte Freunde. Veronique war schon immer eine Klatschtante. Man sagt, englische Frauen haben eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Stimmt das? Sie sind doch ein strammer Bursche, nicht wahr? Wieso fahren wir am Wochenende nicht mit Skylar und Veronique rauf nach Le Havre und machen eine kleine Weinprobe? Ich dachte, wir sind im Krieg. Ein Grund mehr, das süße Leben zu genießen, solange wir noch können, ne? Dagegen ist nichts zu sagen. Gleich erfahren wir, ob Santos seine Gebühr verdient. Nur eine Routinekontrolle. Ihre Papiere, bitte. Ich muss Ihre Papiere überprüfen. Die Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Also, machen wir einen flotten Vierer in Le Havre? Ich bin sicher, Veronique wäre begeistert, wenn Sie und Skylar mitkämen. Rechnen Sie nicht mit uns. Oh, sollte ich etwas wissen? Ich glaube, wir sind fast da. Ein Glück. Wir sind da. Halten Sie die Augen offen. Irgendwas stimmt hier nicht. Subversive Personen umgehen im nächsten Parteibüro. Gehen Sie weiter, Hoheit. Diese Straßen können nachts sehr gefährlich sein. Sind Sie Mingo? Wer will das wissen? Luc Audin. Ah, die Legende höchst selbst.
Ist Ihnen in Ihrem Penthouse langweilig geworden? Das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich bin geschäftlich hier. Geschäfte setzen Vertrauen voraus. Und Vertrauen will verdient sein. Das gilt für auch beide Seiten. Es ist gefährlich, sich derart offen zu treffen. Sie riskieren zu viel. Inwiefern? Deutsche! Das ist ein Hinterhalt. Deckung! Seid wachsam! Scheiße! Luke, hier drüben! Steigen Sie wieder ein, verdammt! Bringen Sie uns hier raus! Festhalten! Woher wussten die Deutschen, wo wir sind? Es muss eine undichte Stelle geben. Sehen Sie nicht mich an. Dies Treffen war Ihre Idee. Haltet die Klappe, alle beide! Wir haben es noch nicht überstanden! Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Wir müssen schnellstens abtauchen. Ich sagte, es ist nicht sicher, sich so zu treffen. Mit Ihrem dummen Gehabe bringen Sie den gesamten Widerstand in Gefahr. Schluss jetzt, wir brauchen einen sicheren Ort. Wir müssen uns unterhalten. Mein Hauptquartier ist nicht weit von hier. Sind wir hier sicher? Es ist der einzige Ort in der Stadt, vor dem die Deutschen großen Respekt haben. Sogar die Crowds fürchten sich vor den Toten. Scheiße, nicht schon wieder ein Friedhof. Langsam werde ich abergläubisch. Der älteste Friedhof der Stadt. War schon in der Antike ein sicherer Hafen für Flüchtlinge. Dort sind wir sicher. Ausgezeichnet. Worauf warten wir noch? Wir haben viel zu besprechen. Wie heißen Sie, Ihre? Devlin. Schön, Mr. Devlin. Sie sind ein fähiger Mann. Bleiben Sie nach dem Treffen hier. Ich habe vielleicht Arbeit für Sie. Ah, da ist Sean. Legen wir los. Inzwischen haben die ihr sicher alle gesehen. Hängen überall in der Stadt. Unsere deutschen Freunde haben ein gewaltiges Spektakel inszeniert, um uns von ihrer Überlegenheit zu überzeugen. Ein Rennen, das hier in Paris stattfindet und das bis in die kleinste Ecke Europas übertragen wird. Es werden mehrere hochrangige deutsche Offiziere erwartet. Auch General Eckhart. Freunde, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wir werden den Deutschen einen Schlag versetzen, der bis nach Berlin zu hören sein wird. Die Offiziere werden schwer bewacht sein. An die kommen sie nie im Leben ran. Ja, das ist richtig, Sean. Wir nicht. Aber sie. Was zum Teufel faseln Sie da? Nach dem Rennen wird am Fuß des Eiffelturms die Siegerehrung vorgenommen. Im Rahmen der Zeremonie wird General Eckhart dem Sieger das Eiserne Kreuz verleihen. Genau dann schlagen wir zu. Wie wollen Sie an den Wachen vorbei? Das wird nicht nötig sein, Sean, weil Sie das Rennen gewinnen. Ich habe nicht mal einen Wagen. Wie soll ich da ein Rennen gewinnen? Reden Sie mit Vittore. Er hat gute Neuigkeiten für Sie. Ach, und Sean, falls es Sie interessiert, die Deutschen schließen schon Wetten auf den Sieger ab. Der letzte Stand war 5:1 für Kurt Dierker. Er hat immer gesagt, man soll die Toten nicht stören. Ah, Devlin. Willkommen im Untergrund. Was halten Sie von all dem hier? Sie haben hier ziemlich was am Laufen. Sie genießen ganz offensichtlich den Respekt dieser Leute. Respekt ja, aber Loyalität ist schwieriger zu finden. Darüber wollte ich mit Ihnen reden. Ich habe da ein kleines Problem. Hat es zufällig einen Namen? Oui, Francine. Ich wollte Sie heiraten. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Freundin haben, heulen Sie sich woanders aus. Ex-Freundinnen sind nicht mein Ding. Lassen Sie es mich erklären. Vor der Besetzung war ich Vorarbeiter in einem Motorradwerk. Auf Befehl der Deutschen wurde das gesamte Werk in eine Waffenfabrik umgewandelt. Einige der Männer widersetzten sich dem Befehl. Diese Männer sind jetzt hier unten. Was hat Francine mit der Sache zu tun? Ich hatte eine Liste meiner Spitzel, Arbeiter, die ihr Leben riskierten, um uns mit Informationen über die deutsche Rüstung zu versorgen. Francine hat sie gestohlen. Sie hat uns an die Deutschen verkauft. Warum? Es gibt Gerüchte über Francine und einen Deutschen. Sie hat ihn hinter meinem Rücken gefickt. Was weiß sie sonst noch? Genug, um uns alle zu töten. Das Miststück hat schon immer die Beine breit gemacht. Ich kümmere mich drum. Und noch etwas, Devlin. Francine trägt ein Medaillon. Es war ein Geschenk von mir. Ich will es zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Francine ist Sängerin.
Sie gibt nicht weit von hier ein Freiluftkonzert. Ich will, dass die Sache heute Nacht erledigt wird. Hier ist das Medaillon, das Sie wollten. Ich bin froh, dass ich das Ding los bin. Ich danke Ihnen, Ihre. Ich hoffe, Sie lassen nicht zu, dass unangebrachte Schuldgefühle diesen glücklichen Moment trüben. Sie sind ein herzloser Hurensohn, Mingo. Danke. Wenn das nicht der Todesengel persönlich ist. Ich fröstle ja schon richtig. Lassen Sie den Scheiß, Mingo. Ich bin nicht hier, um Ihr Geschwätz anzuhören. Also gut. Ich habe in Francis Medaillon geschaut. Das Sie mir brachten, nachdem... Ich weiß. Wissen Sie, was ich fand? Ein Foto von Ihnen? Nicht von mir. Von diesem deutschen Teufel. Von dem Kerl, den Francine gevögelt hat. Wie gesagt, Ehebruch ist nicht mein Metier. Ah, aber dieser Mann sollte es sein. Er leitet den militärischen Sicherheitsdienst im Industriegebiet. Selbst jetzt macht er noch Jagd auf uns. Aus reiner Rachsucht. Sie haben seine Frau getötet. Wundert Sie das? Sie war meine Frau, nicht seine. Schnauze, sie war eine deutsche Spionin, Mingo. Reißen Sie sich zusammen. Dieser deutsche Hauptmann. Sie nennen ihn den Wolf. Rebellenjagd ist sein Hobby. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns hier findet und an den Galgen bringt. Dann müssen wir eben ihn zuerst finden. Ich habe schon ein paar meiner besten Männer auf den Wolf angesetzt. Wenn Sie jetzt gehen, holen Sie sie noch ein. Worum geht's? Der Bastard sitzt in der Falle, aber diese Scharfschützen lassen uns nicht nah genug ran, damit wir ihm den Rest geben können. Dr. Felix Kwong, stets zu Diensten. Ich habe viel von Ihnen gehört. Ich hoffe auf Zusammenarbeit. Kommt darauf an, wie die Zusammenarbeit aussehe, Mr. Kwong. Dr. Kwong, ich bin Psychiater. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich weiß nicht. Dass Sie gerne Frauenkleider tragen? Sehr amüsant. Ihr Sinn für Humor hilft Ihnen sicher in Situationen, in denen Sie sich bedroht oder unsicher fühlen. Ein Mann in Frauenkleidern ist nicht sonderlich bedrohlich, Doktor. Vergessen Sie's. Wollten Sie mir nicht etwas vorschlagen? Ob Sie es glauben oder nicht, Mr. Devlin, ich bin ein Soldat. Mein Schlachtfeld ist der menschliche Verstand. Mein Ziel ist die Zerstörung der Moral des Feindes. Psychologische Kriegsführung nennt man das. Erzählen Sie mir was Neues, Doktor. Das spielen wir Ihren seit Jahrhunderten, auf beiden Seiten des Platzes. Dann verstehen Sie ja sicher, warum wir unter unseren Feinden Furcht und Misstrauen säen müssen. Unsere Waffe ist ein Verräter, der in diesem speziellen Fall nicht einmal weiß, dass er ein Verräter ist. Sie haben einen Deutschen umgedreht? Wie? Mit experimentellen Drogen und Hypnose. Ich will Sie nicht mit Details langweilen. Nur so viel. Dieser Deutsche wird tun, was ich ihm befehle. Und was befehlen Sie ihm? Die Ermordung eines Kommandeurs der Geheimpolizei namens Bauer. Sie müssen unseren deutschen Freund nur zu Bauers Hauptquartier fahren und dafür sorgen, dass er seinen Auftrag ausführt. Ich soll für einen Deutschen den Chauffeur spielen? Das wird ja immer schöner. Guten Tag, Doktor. Ich lasse Sie wissen, ob Ihr kleiner Plan funktioniert hat. Sie haben mich erschreckt, Schwester. Vous allez le regretter. J'ai des relations. Vous avez vu? Cette voiture vient de renverser quelqu'un. Also, wie ist es, ein Deutscher zu sein und so? Mein Name ist Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Oh, was ist in dem Paket? Whisky, Würste, Sexheftchen. Wow, das ist mal ein Geschenkkorb. Wo kriegt man sowas? Ich bin Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Ja, dachte ich mir. Warten Sie einfach, Spitzi. Bauer wohnt ein Stück die Straße hoch. Wir sind da. Sie gehen voraus. Ich werde hier auf Sie warten. Halt! Sie betreten Sperrgebiet! Ich bin Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Bitte lassen Sie mich durch. Zu welcher Einheit gehören Sie, Korporal? Wo kommt dieses Paket her? Ich bin Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Da stimmt doch was nicht. Verhaften Sie den Mann. Paket öffnen! Verdammter Mist! Kwongs Plan ging gerade den Bach runter. Dann muss ich Bauer eben selbst erledigen. Geh was aus dem Gebäude!
Egal, was Sie dem Kerl angetan haben. Es hat ein bisschen zu gut funktioniert. Der Wichser wäre nicht mal am Empfang vorbeigekommen. Ich habe die Gehirnwäschetechnologie noch nicht perfektioniert. Ich muss wohl... Gehirnwäsche? Mein Hirn bleibt dreckig, klar? Also, was ist der nächste Schritt Ihres tollen Plans? Leider müssen meine Pläne warten. Die Geheimpolizei hat einige berüchtigte Killer auf mich angesetzt. Ich hatte heute ein wichtiges Treffen geplant, aber ich fürchte, ich kann meinen Kontakt nicht aufsuchen. Die Gefahr ist zu groß. Es sei denn... Ich halte Ihnen den Rücken frei. Wollten Sie das sagen? Über dem Platz, auf dem das Treffen stattfinden soll, gibt es ein Scharfschützennest. Einer meiner Kollegen wird den Platz von einem Gebäude auf der anderen Straßenseite überwachen. Er hat ein Fernglas und ein Funkgerät. Wenn Sie sich in dem Scharfschützennest postieren, kann er Ihnen helfen, feindliche Agenten aus der Menge herauszupicken. Ich vertraue darauf, dass Sie sie erledigen, bevor Sie mich töten. Worauf Sie sich verlassen können, Doktor. Ich werde tun, was ich kann. Ist da jemand? Bonjour, Mr. Devlin. Okay, bin in Position. Halten Sie die Augen offen. Fong betritt jetzt den Platz. Noch sehe ich nichts. Scharfschütze! Aus dem Gebäude auf der linken Seite des Platzes! Holen Sie ihn runter! Schon gut, nur die Ruhe. Gut, da steht den zweiten Killer. Ich sehe den zweiten Killer. Ziel eliminiert. Das müsste es gewesen sein. Warten Sie, da kommt jemand. Da, auf der Straße. Drei weitere Agenten nähern sich. Wir schicken Kong sein Auto. Geben Sie ihm Feuerschutz. Gut geschossen, Mr. Devlin. Dr. Kwong hat mich gebeten, Ihnen seinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Schön. Sagen Sie dem Doktor, ich melde mich. Hallo, Doktor. Was für kranke Pläne haben Sie denn diesmal mit den Deutschen? Die Fundamente der deutschen Politik sind Angst und Kontrolle. Die Spannung dieser beiden gegensätzlichen Kräfte manifestiert sich in einer gewissen Machtbesessenheit. In jeder Beziehung. Etwa wie Ihre Besessenheit von Damenunterwäsche, oder? Zum letzten Mal. Ich trage keine Damenunterwäsche, Mr. Devlin. Ich meine ja nur, vielleicht sollten Sie mit einem Arzt drüber reden. Die Deutschen haben im Pantheon eine monströse Haubitze in Stellung gebracht. Das massive Rohr dieser Kanone stößt in den Himmel über Paris wie ein Phallus, unter dessen alles verdunkelndem Schatten die Frauen der Stadt erschaudern. Ich fühle mich plötzlich ein bisschen unwohl, Doktor. Ich will gar nicht wissen, worauf Sie hinaus wollen. Erkennen Sie es denn nicht? Die Kanone ist ein Symbol deutscher Autorität. Wenn wir sie zerstören, säen wir Zweifel in die Herzen der deutschen Truppen. Wir werden ihre Moral brechen und sie entmannen. Ich muss zugeben, Doktor, das ist ein teuflischer Plan. Sie sind vermutlich das größte Genie aller Zeiten, das in rosa Strumpfhosen herumläuft. Sie können jetzt gehen, Mr. Devlin. Sehen wir uns das Geschütz mal aus der Nähe an. Wow, Dr. Kwong hat nicht übertrieben. Das Ding ist ja riesig. Schwanzverlängerung nennt man sowas. Großartig. Wenn Dr. Kwong recht hatte, können die deutschen Ärzte heute Abend einiges zusammenflicken. Lück sagte, du willst mich sprechen. Beim letzten Mal hat es dich nicht wirklich interessiert, was ich zu sagen habe. Ich bin nicht hier, um zu streiten, Vittore. Ich bin wegen des Renns hier. Ich war Mechaniker in einer deutschen Fahrbereitschaft. Die Deutschen reden ziemlich viel. Haben über ein neues Prunkstück in General Eckerts privatem Fuhrpark gesprochen. Und? Er hat den Aurora. Den Aurora? Wo? Eckert hat ein Landhaus nördlich der Stadt. Dort ist doch der Aurora. Und du willst, dass ich ihn zurückbringe? Ich habe mein halbes Leben an diesem Auto gearbeitet. Er lässt alle Autos in Europa alt aussehen. Du wirst ihn brauchen, wenn du dieses Rennen gewinnen willst. Aber er ist einzigartig. Irgendjemand wird sie erkennen. Nicht nachdem ich ihn umgebaut habe. Finde den Aurora. Bring sie hierher. Diese Bastarde hätten es wissen müssen. Nimm einem Iren nie sein Baby weg.
Genießen Sie ihn, solange Sie können, Eckhart. Heute Nacht fährt er mit mir nach Hause. Hier muss es sein. Scheiße, hier komme ich nicht rein. Franziska, was zum Teufel macht die denn hier? Ich glaube kaum, dass diese Wichser reagieren, wenn ich an die Tür klopfe. Ich muss sie wohl aufsprengen. Das versteckt sich in der Nähe. Was ist mit dem Kessler-Mädchen? Die Geheimpolizei hat sie. Ausgezeichnet. Wenn wir wieder in Paris sind, möchte ich, dass Sie Ihre Befragung selbst übernehmen. Keine Fehler mehr. Natürlich. Ich gehe in Deckung! Bingo! Dann kommst du erst hinter den Gegner. Schätzchen, verschwinden wir hier. Ich komme! Die Lady gehört zu mir. Sie haben es geschafft. Das ist, als würde man einen verlorenen Sohn wiederfinden. Und er geht immer noch ab wie eine Rakete. Die Deutschen wollten ihn gar nicht mehr hergeben. Ich wünschte nur, Jules könnte das sehen. Bring mir meinen Werkzeugkasten, wir haben viel zu tun. Alles klar, Boss. Ich glaube, ich bin verliebt. Rolf Becker. In deine neue Identität. Du trittst als deutscher Amateurfahrer auf. Meine Freunde in London haben alles arrangiert. Und jetzt? Jetzt? Fang an zu trainieren. Du hast nur einen Versuch. Für den zweiten Platz gibt's keinen Preis. Psst, un message pour toi. Okay, ab mit dir. Ich habe ein Kommuniqué zu Dr. Kesslers Tochter Maria abgefangen. Kommen Sie ins Hotel de Ville. Beeilen Sie sich. Das Mädchen hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Breiman. Was gibt's? Ich habe Neuigkeiten über Maria Kessler. Sie wird im Hotel de Ville festgehalten. Dann werde ich sie da rausholen. Ja, dachte ich mir. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Da ist eine Telefonleitung, die quer über die Straße verläuft. Klingt nach einem leisen Zugang. Was ist Plan B? Die Tür eintreten und alles töten, was sich bewegt. Subtil. Sie wissen nicht zufällig, wo die Zellen sind, oder? Man hat mir gesagt, dass sie nur durch einen Geheimgang in der Bibliothek zu erreichen sind. Sonst noch was, das ich wissen sollte? Ich habe ein Gespräch über eine deutsche Spezialeinheit abgehört. Irgendwelche Terrortruppen haben an der Ostfront wohl ein blutiges Regiment geführt. Jetzt sind sie hier und arbeiten für Dirka. Sie sollten also Vorkehrungen treffen. Gut, dann besaufe ich mich vorher. Schicker Schlitten übrigens. Da ist die Telefonleitung. Das war einfach. Auf zur Bibliothek. Aber das ist idiotisch. Ein Tag mehr und wir hätten sie soweit gehabt. Befehle, Hans. Einfach gehorchen und Maul halten. Sonst ist Karma morgen noch dein Hirn von der Mauer. Ah, hier ist die Bibliothek. Also, wo ist dieser Gang? Hab ich dich, Arschloch. Der Doktor sagt, das Brennen vergeht, aber... Überraschung, Arschloch! Alarm, Eindringling! Ich schicke das Schwein ins Jenseits! Eindringling im Keller! Sichert die Gefangenen! Oh Gott! Eindringling im Keller! Sichert die Gefangenen! Ich bin raus, indem er...
denn diese Spinner her? Hilfe! Ist da draußen jemand? Wer ist da? Devlin, sind Sie das? Wer will das wissen? Ein Waffenbruder, mon ami. Bitte lassen Sie mich raus. Im Büro ist ein Ebel. Merci, Sean. Sind Sie einer von Lucks Freunden? Oui. Wir müssen hier raus. Komm schon. Die Tür ist verriegelt. Sieht so robust aus für einen Sprengsatz. Vielleicht erreiche ich mit diesem Heizkessel was. Einen anderen Weg. Ah, Scheiße, ich hab einen Leck. Zurück, er explodiert. Mist. Langsam wird's heiß hier drin. Ich wünschte, ich hätte Zeit, ein paar Flaschen Scotch zu retten. Oh mein Gott, das ist Wahnsinn. Alles wird gut, Schätzchen. Ich hol sie hier raus. Bereit? Na dann los. Kommen Sie, Maria. Wir können hier nicht bleiben. Maria, zu Fuß sind wir zu langsam. Steigen Sie ins Auto. Papa! Maria! Gott sei Dank! Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Devlin. Ich werde nie vergessen, was Sie heute getan haben. Wie es scheint, steht die Regierung seiner Majestät ebenfalls in deiner Schuld. Rechne aber nicht mit einem Dankeschreiben von Bishop. Bishop kann mich mal. Ich arbeite nicht für... Oh, deutsche MGs! Deutsche Soldaten! Wir sind umstellt! Sie müssen ihnen gefolgt sein! Was? Das ist unmöglich! Niemand hätte... Verdammt, Devlin! Ihretwegen sterben wir alle! Nein! Skyler! Was zum Teufel ist in dich gefahren? Sie dürfen Kessler nicht leben kriegen! Dafür steht zu viel auf dem Spiel! Tut mir leid, Sean. Es ist noch nicht vorbei. Geh mir aus dem Weg, Sean. Einen Teufel werde ich tun. Verdammter Mist! Zwing mich nicht, das zu tun. An die Waffen! Wir halten sie auf, solange wir können. Schon, stoppen Sie den Pionier! Da ist noch einer, erschießen Sie ihn! Der Kerl hat eine Bombe! Schon, Sie kommen durch die Vordertür! Ich muss schleunigst verschwinden! Vorsicht vor den deutschen Pionieren! Sie wollen am Gebäude Sprengsätze anbringen! Lass das nicht zu! Pionier! Kommt in Ihre Richtung! Der Kerl hat eine Bombe! Ich reiß euch den Arsch auf, ihr Idioten! Da kommen sie wieder! Noch ein Pionier! Halten Sie ihn auf! Da drüben! Oh Gott, hast du das gehört?
Klingt nach einem beschissenen Panzer. Was machen Sie? Sammelt euch. Wir werden bald mit Verstärkung zurückkommen, um uns auszuräuchern. Eine zweite Chance auszubrechen kriegen wir nicht. Verschwinden Sie mit den Kesslers. Was ist mit Ihnen? Ich verschaffe Ihnen so viel Zeit, wie ich kann. Veronique. Ich bleibe bei Luc. Non. Meine Freunde sind gestorben, um ihn zu beschützen. Ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Vorwärts. Los, wir treffen uns in den Katakomben. Ihre Freunde haben sich geopfert, um uns zu beschützen. Ich kann nur hoffen, dass wir ihnen eines Tages danken können. Irgendwie. Können Sie, Doktor. Sobald wir sie in unser Labor in London gebracht haben. Blut kann nicht mit Blut vergolten werden. Das will ich nicht hoffen, um ihretwegen. Ihretwegen wurde schon zu viel Blut vergossen. Papa, wo gehen wir hin? Psst, mein Liebes. Wir sind bald in Sicherheit. Luc, wo ist Veronique? Wo ist sie? Es herrschte Chaos. Wir wurden getrennt. Sie wurde gefangen genommen. Elender Bastard, sie ist wegen Ihnen geblieben. Schauen! Geben Sie mir 10 Mann. Ich hol sie zurück. Das kann ich nicht. Was? Warum nicht? Die Operation wird wie geplant fortgesetzt. Sobald der Angriff beginnt, brauchen wir jeden Mann, der eine Waffe halten kann. Ich glaube, ich habe mich verhört. Wir reden hier von Veronique. Unsere Sache ist wichtiger als eine einzelne Person. Sogar Veronique. Für mich nicht! Sie können jetzt nicht wegschauen. Sie müssen den Aurora fahren. Suchen Sie sich einen anderen Fahrer. Ich steige aus. Einen Goldschatz würden die sich bestimmt nicht entgehen lassen. Devlin, Sie sehen erschöpft aus, mein Freund. Ich glaube, Sie brauchen etwas Ruhe. Veronique ist da draußen. Irgendwo in der Stadt. Ich werde sie finden. Ich werde nicht ruhen, solange diese Teufel sie haben. Ja, ich glaube Ihnen, Ihre. Vielleicht kann ich helfen. Ich höre. Wir zapfen den privaten Telefondienst der Deutschen an. Wenn man das richtig macht, merken sie es nicht. Und dann? Dann warten wir und hören zu. Veroniques Verhaftung macht sicher die Runde. Was muss ich tun? Im Moment braut sich über Paris ein Sturm zusammen. Wenn er losbricht, werden sie in einigen Telefonanschlussdosen Wanzen deponieren. Die Interferenzen, die der Sturm verursacht, werden unsere Spuren verwischen. Das wird ein gefährlicher Ausflug aufs Dach. Geben Sie mir die Wanzen. Den Rest erledige ich. Sie müssen die Wanzen deponieren, bevor der Sturm aufhört. Ja, ich beeile mich. Passen Sie auf da oben, Devlin. Ich spitze die Ohren. Wenn ich was höre, schicke ich Ihnen eine Nachricht. Mist, wäre ein verdammtes Wunder, wenn mich hier oben kein Blitz erschlägt. Und dann hat ihm Rudi einer aufs Maul gegeben. Das war urkomisch. Seine Oberlippe sah aus wie eine Blutwurst. Scheiß Telefonleitung ist gestört. Französischer Pfusch. Ziegler hat immer Zigaretten. Frag ihn. Also habe ich ihr gesagt, sie soll aufmachen und... köstliches Abendessen. Scheiße, ich habe nicht mehr viel Zeit. Alles da!
du was? Ziegler hat immer Zigaretten. Frag ihn. Papiere, Pass, sofort. Ihre Reisepapiere? Irgendwas ist hier komisch. Okay, danke. Sean, hören Sie genau zu. Ich habe die nötigen Informationen und mehr als das. Kommen Sie zu mir. Reden Sie mit niemandem. Vertrauen Sie niemandem. Breime. Warum muss es immer ein Abwasserkanal sein? Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Devlin, sind Sie sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Den Fehler mache ich nicht normal. Die Razzia in La Villette war nicht Ihr Fehler, Sean. Jemand hat den Deutschen verraten, dass Kessler in diesem Schlachthaus war. Jemand aus dem inneren Kreis des Widerstands. Ein verdammter Verräter. Ich hätte es wissen müssen. Da ist noch mehr. Ich habe Veronique gefunden. Veronique? Wo? Die Deutschen benutzen den Justizpalast als Internierungslager für politische Gefangene. Sie... Na los, reden Sie, Josef. Sie wurde zum Tode verurteilt. Gott, wie viel Zeit haben wir? Wir müssen sofort los. Die Sicherheitssysteme vom Gefängnis sind undurchdringlich. Aber vielleicht geht von oben was. Worauf wollen Sie hinaus? Vor der Kanalisation gibt es eine Tankstation für Zeppeline. Wenn Sie dort reinkommen, besorge ich Ihnen ein Transportmittel. Ein Zeppelin? Was haben Sie denn geraucht, Josef? Das ist die einzige Chance. Auf dem Dach der Tankstation steht ein Funkturm. Melden Sie sich, wenn Sie dort sind. Oh Mann, hier stinkt's erbärmlich. Wie Franzosenscheiße. Da ist die Tankstation. Simon sagte, der Funkturm wäre ganz oben. Josef, hören Sie mich. Bin in Position. Gute Arbeit. Ich habe über den deutschen Kommandokanal falsche Befehle erteilt. Ein Zeppelin wurde zu Ihrer Position umgeleitet. Was ist der Plan? Sie müssen sich auf das Luftschiff schleichen. Es bringt Sie direkt über das Gefängnis. Ihre kranken Pläne bringen mich irgendwann nochmal um. Ist Ihnen das klar? Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Aber das ist nicht zu ändern. Rufen Sie mich zurück, wenn Sie können. Wow, das ist mal ein Ausblick. Diese Stadt hat schon bessere Zeiten gesehen, aber das alte Mädchen hat nichts von seinem Charme verloren. Gefangener Nummer 72169, Henri Durante, der Spionage für schuldig befunden, zum Tode verurteilt. Gefangene Nummer 48310, Maria Ramirez, der politischen Propaganda für schuldig befunden, zum Tode verurteilt. Gefangener Nummer 60651, Marc Petain. Der Unterbringung von Flüchtlingen für schuldig befunden, zum Tode verurteilt. Gefangener Nummer 88158, Pierre de Monté, des Schwarzhandels für schuldig befunden, zum Tode verurteilt. Gefangene Nummer 11010, Veronique Rousseau, der Sabotage für schuldig befunden, der Spionage, der Unterbringung von Widerstandskämpfern, etc. etc. Strafmaß Todesstrafe. Veronique! Dank mir später. Ah!
Steigen Sie vorne ein. Ich nehme den Rücksitz. Wir werden aus der Luft überwacht. Geben Sie Gas, Breiman. Was denken Sie, was ich tue? Eine Straßensperre! Ich bin dabei. Los, fahren Sie durch! Scheiße, ich fürchte, unsere Glückssträhne ist vorbei. Die Richtung. Schneller! Bring uns hier raus! Ich fahr so schnell ich kann! Warum fahren wir nicht? Keine Ahnung, der Motor ist abgestorben. Ich kann ihn nicht starten. Breiman, da haben Sie sich einen heißen Parkplatz ausgesucht. Rutsch rüber. Ich mach das. Hey, was soll denn? Wie hast du das gemacht? Das hat Jill mir beigebracht. Na toll. Können wir dann jetzt endlich verschwinden? Der Laster fällt auseinander. Halt's Maul und fahr. Bring Veronique zu den Katakomben zurück. Stellen Sie den Laster ab, wir sehen uns später. Danke, Josef. Du hast uns das Leben gerettet. Sie waren da draußen verdammt mutig, Mann. Dann sind wir jetzt wohl quitt, ha? Los, ich komm später nach. Veronique, alles in Ordnung? Ich dachte, ich würde sterben. Ich war mir ganz sicher. Man muss sich nicht für seine Ängste schämen. Ich hatte keine Angst. Ich bin bereit, für meine Überzeugung zu sterben. Das weiß ich jetzt. Wir haben heute beide etwas über uns selbst erfahren. Wir müssen ihr weg. Beeilen wir uns. Dr. Kissler und seine Tochter. Sind sie entkommen? Sind gerettet. Und Luke? Er hat dich in der ganzen Stadt gesucht. Du musst nicht lügen, Sean. Ich weiß, dass Luke dich nicht schickte, um mich zu suchen. Er ist gerade in einer schwierigen Situation. Für Luke hat die Sache oberste Priorität. Das verstehe ich. Ich kenne nur die Loyalität, die ein Mann seinen Freunden schuldet. Jules hatte Glück, dass er dich hatte. Oui, peut-être bien.
Aber wie... Falls Sie hier sind, um meine Dankbarkeit auszunutzen. Ich bin hier, um Sie zu warnen. Irgendjemand hat mit den Deutschen geredet, Luke. Begraben Sie Ihren verrückten Plan, bevor es zu spät ist. Das ist es schon. So eine Chance bekommen wir nie wieder. Wir müssen die Sache durchziehen. Koste es, was es wolle. Sie spielen mit dem Leben anderer Menschen. Das haben wir von Anfang an getan. Kommen Sie, hm? Also, im Rahmen des Aurora sind 80 Kilo Sprengstoff deponiert. Die Explosion wird in der Stadt zu hören sein. Sie ist für uns das Signal, loszuschlagen. Wir werden gleichzeitig an diesen Punkten angreifen. Und wie sollen wir den Fahrer da rausholen, Gar nicht. Sobald das Rennen beginnt, ist er auf sich gestellt. Aber ich sehe den Irren nirgends. Wer wird den Aurora fahren? Das übernehme ich. Schon? Du hast mir mal gesagt, ich solle mein Leben nicht wegwerfen. In deinem Fall ging es um Rache. Das hier ist etwas anderes. Ich verstehe dich. Nur du vergisst eine Kleinigkeit. Ich habe das Rennen begonnen und ich werde es verdammt nochmal beenden. Bring Vittore und die Kesslers ins Bell. Die Rousseaus werden wissen, was zu tun ist. Wir können den Aurora von ihr sehen. Wir lassen sie nicht aus den Augen. Ich bin stolz, sie zum Freund zu haben, Signor Morini. Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird mein Land sie als Helden feiern. Wenn das so ist, sorgen Sie bitte dafür, dass mein Name richtig geschrieben wird. Jean, sind Sie das? Was zum Teufel machen Sie hier? Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Verdammter Mist! Halten Sie durch, Josef. Ich komme jetzt zu Ihnen. Ein paar Minuten mehr brauche ich nicht. Becker geht in Führung. Kurt Dürker ist jetzt dicht hinter dem Führenden auf Platz 2. Da ist die karierte Flagge, oder? Mein Gott! Der große Preis von Europa geht an Rolf Becker im Roten Phönix.
benutzt das für euren Scheißfilm! Halt durch, Vittore. Ich bin gleich da. Vittore! Sean! Du lebst! Sie haben die Kesslers! Schon gut, Vittore. Santos, er hat ihnen geholfen. Muss die anderen warnen. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Na, Sean, mein Junge. Die Deutschen greifen sicher die Katakomben an. Ich muss die Rebellen warnen. Devlin, was machst du denn hier? Wo ist Veronique? Sie ist unten bei Luke und den anderen. Dann muss ich da runter. Warte, die Deutschen sind überall. Wir dürfen diesen Eingang nicht preisgeben. Gibt es noch einen anderen Tunnel? Ja, auf der anderen Straßenseite, hinter der Löwenstatue. So müssten sie die Deutschen umgehen können. Der Ire, er kommt! Hier müssen die Deutschen reingekommen sein. Jetzt geht's rund. Schick ihn zur Hölle. Was will vor mir? Sie hört mir. Sieh unter Beschuss. Ich brauche eine Explosion, damit die Decke einstürzt. Es dürfte dauern, sich da durchzugraben. Ziemlich viele Knochen. Das sind schon ein paar Knochen mehr oder weniger. Sie haben den Widerstand gefunden. Mach dich bereit, reinzugehen. Ich habe ihn gefunden. Gott, sieht wie eine Abkürzung zur Hölle aus. Schießen, ihr Idioten! Ich bin's, Devlin! Sean, hier oben! On est à court de munitions! Dann seht zu, dass jeder Schuss ins Schwarze trifft! Sorry für die Verspätung. Sean, aber wir haben die Explosion gesehen. Wirklich? Nicht ganz. Verdammt, Devlin. Sie sollen die sie zum Märtyrer machen, wenn sie nicht sterben. Schwester Mary hat immer gesagt, ich wäre kein guter Heiliger. Was zum Enker machen Sie hier? Ich bin hier, um Sie zu warnen. Die Deutschen wissen, dass Sie hier sind. Lüg! Sagen Sie Ihren Männern, Sie sollen die Waffen fahren lassen. Noch können Sie sie retten. Santos. Er hat euch an die Crowns verkauft und zum Bell geführt. Veronique, deine Eltern. Nicht jetzt. Wir wissen's. Seien Sie vernünftig, Glück. Sie wollen nur Sie und das Mädchen. Die anderen können... Du hast die längste Zeit Geschäfte gemacht, du Verräter. Die aus mir. Sie müssen mit dem Leibhaftigen im Bunde sein, Ihre. Andernfalls müssen Sie längst tot sein. Frag ihn doch, wenn du ihn siehst. Also schön, Ihre. Wir sehen uns in der Halle. Konzentrieren Sie sich auf den Haupttrupp! Scheiße! Ich blute!
Es hat keinen Sinn. Du kannst ihn nicht rechtzeitig befreien. Los, nehmen Sie die anderen mit und versiegeln Sie den Durchgang. Au revoir, Luc. Wir werden Sie nie vergessen. Sie und was Sie für dieses Land getan haben. Haben Sie den Verstand verloren? Sie wissen, was passiert, wenn die mich lebend schnappen. Sie haben Dirkas Methoden doch erlebt. Am Ende werde ich Ihnen alles sagen. Das dürfen Sie nicht zulassen. Ich kann das nicht. Gnade ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Die Deutschen sehen das genauso. Selbst eine Katze hat nur 9 Leben. Du bist schon weit über dein Limit. Ei, dann ist es ja gut, dass Sie hier sind. Sie interessieren uns nicht. Wo ist Kessler? Auf dem Weg nach Deutschland, schätze ich. Oh, verdammter Mist. Die ganze Operation geht gerade den Bach runter. Bischof wird ausrasten. Wir hätten den Bastard umlegen sollen, als wir die Chance hatten. Das machen Sie immer, was? Wirres Zeug zu reden. Sie und ich, wir stehen kurz vor Geschäftsabschluss, Devlin. Sorry, Mann. Ich stehe nur auf Frauen. Das reicht. Ich melde mich, wenn wir wissen, wo die Kesslers sind. Sieh zu, dass du einsatzbereit bist. Die Katakomben sind verloren. Wir können nie wieder dorthin zurück. Ich kann nicht sagen, dass mich das stört. Wo willst du hin? Es ist viel passiert. Ich muss allein sein. Ich werde dich finden. Hey, je m'en plus maintenant qu'avant la guerre. Psst. Un message pour toi. Okay, danke. Das Bell de Nuit hat wieder geöffnet. Die Wunden sind noch nicht verheilt. Mais c'est comme ça. Das Leben geht weiter, oder? Perdu dans mes pensées. Désolé. Regarde, c'est pour toi. Okay, danke. Ich habe mir erlaubt, dir einen Platz in der nächsten Maschine nach Saarbrücken zu besorgen. Leichtes Gepäck reicht. Und komm nicht zu spät. Ich warte am Flugfeld auf dich, Skylar. Ah, der Ire. Ich habe sie letztes Jahr in Saarbrücken gesehen. Hätten beinahe Dirker geschlagen. Ich habe den Mistkerl geschlagen. Und ich könnte es wieder. Ihr Kampfgeist gefällt mir, Ire. Allerdings ist das hier keine schicke Grand Prix-Strecke. Hier geht's über Land. Ein hartes Rennen für harte Kerle. Dann bin ich hier goldrichtig. Freut mich zu hören. Wir fahren hier um Schmuggelgut. Schaffen Sie Ihre Karre zum Start. Von uns aus kann's losgehen. Wo ist Kessler? Wieder an der Arbeit. Dann auf zu Doppelsieg, wo die ganze Scheiße angefangen hat. Und jetzt? Die musst du an die kurze Leine nehmen. Ich komme mit. Das ist eine Nummer zu groß für dich, Schätzchen. Ich würde mich an deiner Stelle nicht mit dir anlegen. Ist deine Beerdigung. Ich bring dich möglichst nah an Doppelsieg ran, ohne meinen Arsch zu riskieren. Sobald du die Kesslers hast, kommst du mit ihnen zum Flugfeld. Wir werden dort sein. Ah, verdammt! Wir müssen weiter. Die Crowds haben uns sicher reinkommen sehen. Ein verrücktes Mädchen. Fliegt fast wie sie blöd. Vergiss es. Das ist Skylar. Zeig's ihm, Schätzchen. Hast du einen Plan, wie wir bei Doppelsieg eindringen? Er steht vor dir.
Ich bin froh, dass sie auf unserer Seite ist. Die Fabrik ist da drüben. Da, wir sind drin. Alarm, Alarm! Wir haben ein Sicherheitsproblem. Alle Mann auf ihre Posten! Ich habe jemanden anvisiert! Sean, was ist los? Wo ist Ihr Vater? Auf der anderen Seite der Anlage ist ein Labor, versteckt in den Motorwerken. Nimm das Mädchen und verschwinde. Ich hole Kessler und treffe euch am Flugfeld. Aber wenn... Ihr sollt gehen! Es ist noch nicht vorbei. Kessler ist hier irgendwo. Wird Zeit, die Sache zu beenden. Dr. Kessler, ich bin gekommen, um Sie herauszuholen. Öffnen Sie die Tür! Irgendwie wusste ich, wir würden uns wiedersehen. Ich habe Ihnen das eingebrockt, Doktor. Jetzt hole ich Sie hier raus. Maria? Unterwegs zum Flugplatz. Wir treffen Sie dort. Dann gibt es nur noch eines zu tun. Wir können nicht gehen, ohne das Zyklotron zu zerstören. Kommen Sie mit! Schnell! Abgesperrt! Geben Sie mir Deckung, während ich den Mechanismus knacke! Und einer weniger! Den Rest kriege ich auch! Zyklotron ist hier! Bin direkt hinter dir! Die Entwicklung und Konstruktion dieser Maschine hat mich Jahre gekostet. Sie ist die einzige ihrer Art. Sie muss zerstört werden! Sie dürfen diese Waffe nicht bekommen! Ich werde dieses Labor bis auf die Grundmauern niederbrennen! Okay, jag mir den Scheißladen in die Luft! Gehen Sie zu der anderen Konsole! Zuerst müssen wir die Kühltürme zerstören. Sobald das Gerät überhitzt, werden die Abschirmungen eingefahren und der Kern freigelegt. Alles klar. Wir müssen die Schalter gleichzeitig umlegen. Bereit? Auf drei. Eins, zwei, drei, jetzt! Gehen Sie! Zerstören Sie den ersten Kühlturm! Die Abschirmung ist unten, schnell! Gute Arbeit! Die nächste Abschirmung ist gleich erledigt! Ich entferne jetzt die zweite Abschirmung! Schnell schon! Ich mache so schnell ich kann! Kessler, warten Sie, bis der Weg frei... Schneller! Wir sind gleich draußen! Da ist der Ausgang!
Bei diesem Anblick wird einem warm ums Herz. Meine Freunde in London lassen schön grüßen. Sie schulden dir was. Falls ich mal Kaution stellen muss, weiß ich, wen ich anrufe. Ich fürchte, es gibt auch schlechte Nachrichten. Meine Quellen bestätigen, dass Kurt Sirka die Explosion beim Großen Preis überlebt hat. Verdammt! Dieser Mistkerl muss einen Pakt mit dem Teufel haben. Das rettet ihn diesmal auch nicht. Wie sieht's auf dem Boden aus? Dein Stand beim Rennen hat einen Flächenbrand ausgelöst. Jetzt haben die Deutschen in der Stadt alle Hände voll zu tun, einen Aufstand niederzuschlagen. Sirka hat am Eiffelturm einen provisorischen Befehlsstand eingerichtet. Es gibt Gerüchte, dass der Mistkerl den Verstand verloren hat. Setz mich da unten ab! Es ist noch nicht vorbei. Wie fühlen Sie sich, Mr. Devlin? Ich könnte einen halben Büffel verdrücken. Verstehe. Aber ein Scotch tut's auch. Ich habe mich in Ihnen geirrt, Devlin. Vielleicht wird aus Ihnen ja doch noch ein Held. Danke. Aber ich habe andere Pläne. Wir bleiben in Kontakt. Wo willst du hin? Das weißt du doch. Du wirst Hilfe brauchen. Nein, Veronique. Das mache ich allein. Jules war auch mein Bruder. Und meine Eltern? Dirke wird die Stadt in Kürze verlassen. Wir sollten uns beeilen. John, da ist etwas, das ich dir sagen muss. Es geht um Jules. Du musst nichts sagen. Ich sehe deinen Bruder vor mir, sobald ich die Augen schließe. Ich sehe sein Blut an meinen Händen und weiß, dass ich nie vergessen werde, was passiert ist. Hör auf, John! Du kannst doch nicht weiterleben! Jules war ein guter Mensch. Aber er war nur ein Opfer. Ein Opfer unter Millionen. Es geht längst nicht mehr um meinen Bruder. Hier geht es um etwas weit Wichtigeres als um dich oder mich. Erkennst du das nicht? Ja, wo stehe ich eigentlich? Verdammter Mist! Das ist ein Kriegsgebiet. Ein Aufstand. Das war also Lücks Ziel. Den Menschen dieser Stadt den Mut zu geben, aufzustehen. In einem offenen Krieg hat die Resistance gegen die Deutschen keine Chance. Wenn sie so kämpfen, werden sie abgeschlachtet. Sie haben keinen Anführer mehr. Quatsch. Sie haben eine Anführerin. Sie steht vor mir. Aber ich weiß nicht, ob... Ja, du kannst das. Dein Volk braucht dich jetzt, Veronique. Aber was ist mit Dirka? Überlass Dirka mir. Schon. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Ich wollte dir sagen, ich... Sag's mir später. Er bringt sie alle um? Ich hab die Party wohl verpasst. Marie, Mère de Dieu, protège-moi! Er ist oben. Mann, das reinste Schlachtfest. Nicht aufgeben, Mann. Irgendwann klappt es schon. Thank you.
Ihr Versagen ist mein Versagen. Meine Schande ist die Ihre. Die Strafe ist der Tod. Das ist wohl nicht Ihr Tag. Außer Ihnen ist mir noch niemand entkommen. Ironie des Schicksals, dass Sie es sind, der... Das sehe ich ähnlich. Eines Tages wird uns die Nachwelt danken. Dafür, dass wir die Barbaren aufgehalten haben, während sich Leute wie Sie in unserem Schatten versteckten. Sie werden die Bürde meiner Verantwortung nie verstehen. Ihr Tod kann niemals aufwiegen, was ich verloren habe. Meine Freunde bleiben tot und ich muss mit meiner Schuld weiterleben. Sind Sie deshalb hier? Dachten Sie wirklich, Sie können sich reinwaschen, indem Sie mich töten? Wie tragisch. Wir fahren beide zur Hölle. Was, Ihre? Vielleicht. Aber Sie fahren voraus. Hat sie ihr Mut verlassen? Worauf warten Sie, Mechaniker? Ist es vorbei? Nein, ist es nicht. Ich fange gerade erst an. Mama, 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 mama
to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Love, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the